Bildung, Brücken, Bundeswehr. Wie kommen wir zurück in die Zukunft? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem Tippi am Kanzleramt mit Marco Seifert. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen an diesem Sonntag. Danke. Im Tippi am Kanzleramt. Sollten Sie uns gerade im Radio auf Radio 1 hören, wenn Sie wollen. Sie können uns gerne auf Radio 1 hören, aber Sie können uns auch sehen auf radio1.de, auf dem Radio 1 YouTube-Kanal und im RBB Fernsehen. Und es lohnt sich, sehr gut aussehende Kommentatorinnen und Kommentatoren und ein wunderschönes Publikum. Der Titel des heutigen Talks, Sie haben es schon gehört, Bildung, Brücken, Bundeswehr, wie kommen wir zurück in die Zukunft? Das ist auch eine Hommage an meinen Lieblingsfilm zugegeben. Allerdings geht es heute hier nicht um Zeitmaschinen, sondern um den Eindruck, den wir alle immer häufiger haben, ach Mann, hier klappt ja gar nichts. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber wir kennen Baustellen, an denen monatelang nicht gearbeitet wird. Wir haben Internet, das im Vergleich zu anderen Ländern sehr weit hinterherhinkt. Wir haben eine Bundeswehr, die sich zum Leid der Soldatinnen und Soldaten international immer wieder mal blamiert. Ich habe letztens gelesen, dass wir vor einem russischen Angriff sicher sind, weil unsere Autobahnbrücken die russischen Panzer nicht tragen würden. ja, die würden wohl schlicht zusammenbrechen, hieß es da. Wenn es sein muss, das muss man aber auch sagen, dann können wir ja auch schnell. Also sicherlich ist vieles schiefgegangen, aber Corona-Finanzhilfen ging sehr schnell. Da konnten wir auf einmal bürokratisch oder ein Aufbau eines Flüssiggasterminals. Also im Notfall geht's ja. Wir werden über Deutschland im Schneckentempo heute diskutieren. Wir, das ist die Frau, die seit Anfang 2023 bundespolitische Korrespondentin im ARD Hauptstadtstudio ist. Ihr Applaus für Iris Seyram. Zweite in der Runde ist die Frau, die Bücher geschrieben hat mit Titeln wie Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung und Das Ende des Kapitalismus. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin der TAZ, Ulrike Herrmann. Auch heute wieder dabei ist der Mann, der seit 2020 Leiter der RTL-NTV-Politikredaktion ist, Nikolaus Blome. Ein treuer Begleiter unseres Talks ist der Mann, den Sie immer Donnerstagmorgen auf Radio 1 hören. Er ist politischer Autor beim Spiegel, Markus Feldenkirchen. Und komplettiert wird die Runde von dem Mann, dessen erster Krimi in 9 Tagen erscheint. Nur der Tod ist schneller, heißt er. Seien Sie gespannt, er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe, Dr. Hajo Schumacher. Ich bin vor 2 Minuten auf die Bühne gekommen, da war der Hajo Schumacher noch nicht da. Aber große Freude, ihn zu sehen. Schneller. Die Begrüßung, die war jetzt vielleicht so ein bisschen pessimistisch. Und ich weiß ja, dass nicht alles schlecht läuft, Iris Seyram. Hajo Schumacher wird gleich darauf hinweisen, was alles gut ist. Aber erstmal, welches ist der Punkt, an dem Sie oft verzweifeln und denken, Herrje, warum klappt das nicht? Naja, also ich bin ja meistens in der Bundespolitik unterwegs und höre mir da die ein oder andere Debatte dann auch im Bundestag an. Und da fragt man sich schon manchmal, Leute, ihr wisst, dass ihr ein riesiges Problem damit habt, dass zu viel Streitereien, zu viel Uneinigkeit bei den Menschen da draußen nicht besonders gut ankommt. Und sie kriegen es trotzdem nicht gebacken, bei jeder Diskussion trotz wieder all in zu gehen und sich wieder zu fetzen. Diese Woche mit der Bezahlkarte, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, eigentlich gibt es ja da die Einigung. Man kann verstehen, dass die Grünen da eben aus Gründen das nicht gut finden. Das ist nachvollziehbar, aber man hat sich nun mal darauf geeinigt. Und warum man dann nicht eben auch das Gesetz entsprechend anpasst, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also, oder Taurus, auch wieder. Der Kanzler hat sich jetzt positioniert, aber trotzdem wird dann wieder gesagt, nee, wir diskutieren weiter, wir werden weiter nerven.
Ich weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Interessant, ich hätte gar nicht mit so einer politischen Antwort gerechnet, aber guter Punkt. Und Hermann, ja, wenn man mich fragen würde, ich glaube, ich würde manchmal sagen, wenn irgendwo eine Baustelle aufgebaut wird und dann Monate nichts passiert, was macht Sie manchmal wahnsinnig in diesem Land? Ja, die Frage kam jetzt nicht überraschend, die war ja da eben schon. Ja, ehrlich gesagt, eigentlich nichts. Ja, also, ja, das überrascht mich jetzt selber. Wenn nicht ist, dann ist nicht. Ich meine, Sie neigen ja sonst nicht zu kurzen Antworten, dann nutze ich das jetzt. Also, naja, vielleicht fällt mir doch noch was ein, ja. Was natürlich dramatisch ist und wovon ich auch selber stark betroffen ist, ist, dass in den vergangenen Jahrzehnten so wenig Geld in die Bahn investiert wurde, vor allen Dingen auch in die Bahngleise. Und natürlich jetzt wird alles nachträglich saniert und dauert jetzt auch wieder Jahrzehnte. Und das weist auf ein grundsätzliches Problem hin, nämlich, dass man nie in die Prävention investiert. Nach dem Motto, das sieht man ja nicht, wenn man das nicht tut. Und hinterher wird es eben sehr teuer, wenn man die Reparaturen vernachlässigt hat und dann alles neu sanieren muss. Das gilt übrigens nicht nur für die Bahn, sondern es gilt natürlich genauso auch für das Gesundheitswesen. Das kennen Sie alle. Prävention wird kaum gefördert, aber wenn man krank ist, dann kommt der Staat. Und das ist natürlich irgendwie ein falscher Ansatz. Also mehr Vorsorge wäre schon gut. Mhm. So, jetzt war ich doch noch lang. Ja, nee, alles gut. Ich habe hier extra angestrengt. Nikolaus Blome, ich wusste ja, dass Sie sich die Frage wünschen. Ich mache es noch ein bisschen konkreter für Sie. Sie bringen ja manchmal immer wieder hier Ihre Verzweiflung über unsere schöne Hauptstadt zum Ausdruck. Ist aus Ihrer Sicht Berlin das beste Beispiel für all das, was in Deutschland nicht funktioniert? Also es ist ein gutes Beispiel, sagen wir mal so. Aber nicht das Beste. Ich finde aber, um vielleicht auch den Blick mal darauf zu lenken, wir reden ja oft genug darüber, dass zu wenig Geld da ist, um etwas zu tun und dass deshalb dann irgendwas liegen bleibt oder nicht richtig funktioniert. Ich finde viel bezeichnender für das Problem, das wir haben, die Fälle, wo das Geld da ist und es dann aber nicht abfließt, wie es so schön heißt. Also dann über Monate bis Jahre in den Töpfen stehen bleibt, wo das dann die Bundesregierung oder die Länder mal hingestellt haben und die Behörden, die Verwaltung nicht mehr nachkommt, es abzuwickeln, weil sie sich das so kompliziert gemacht hat. Oder hat machen lassen und hat vorschreiben lassen durch x Lobbygruppen und besondere Vorbehalte und dann noch, ich weiß nicht, welche Prüfungen hinten drauf, sodass es einfach nicht mehr schnell genug funktioniert. Und wenn wir das eine Beispiel, was Sie nannten, ja auch sehen, was funktioniert, dann immer dann, wenn diese gesamte Bürokratie mal für einen Moment beiseite geschoben hat. Und dann findet Geld zu nutzen sofort statt, es funktioniert. Aber halt, Sie müssen diese Bürokratie abschaffen. Und das kostet noch nicht mal Geld. Markus Feldkirchen, Sie begleiten die Bundespolitik seit vielen Jahren. Ist denn in Ihrer Wahrnehmung bei den Politikerinnen und Politikern das auch angekommen? Also, dass dieses Land irgendwie in bestimmten Bereichen träge geworden ist und wir bestimmte Dinge gar nicht in den Griff bekommen? Ich würde mal sagen, so mentalitätsmäßig ist die Hauptschuldige daran Angela Merkel, die 16 Jahre die Zeit hatte zu regieren. Wo es keinerlei Innovation, Modernisierungsschübe gab, das auch offenbar nicht gewollt war, zumindest nicht, was Infrastruktur angeht. Also wir haben noch mal den Sonderfaktor CSU und Verkehrsministerium, was sehr, sehr... Was sehr, sehr relevant ist und was auch alles nachgewiesen ist, was dort quasi verschlampt wurde, weil es eben Infrastruktur im doppelten Sinne dort verwaltet wurde beziehungsweise brach lag. Einmal der klassische Straßenbau, die klassische analoge Infrastruktur und dann war das Verkehrsministerium auch zu den Zeiten der Großen Koalition und der CSU-Herrschaft in diesem Ministerium formal auch für die Digitalisierung zuständig, aber da ist wirklich wenig geschehen. Und ich glaube, dass seit dieser Ära Merkel, die sicherlich viele Vorzüge hatte in Krisenreaktionspolitik, aber keinerlei in vorausschauender, in Infrastruktur investierender Politik, dass das mittlerweile fast allen dämmert, dass da so viel liegen geblieben ist, dass die danach kommen, jetzt irgendwie wahnsinnig strampeln, wahnsinnig hektisch dabei auch wirken, auch Fehler machen, sich untereinander streiten. Aber ich glaube, das wäre alles nicht so dramatisch, wenn vorher mehr geschehen wäre. Naja, aber sorry. Das ist aber Quatsch. Das ist Quatsch.
Dieses demonstrative Kopfschütteln. Nein, es ist ihre erste Antwort ohne Frage. Wo wir im Fernsehen sind, wird die Gestik viel subtiler hier auf der Bühne. Aber ist das nicht... Angela Merkel nicht selber auch immer gesagt, dass sie sozusagen auf Sicht fährt und dass das bei bestimmten Problemen vielleicht gut ist, aber bei anderen eben nicht? Also erstens mal, Angela Merkel ist 4-mal gewählt worden und wäre womöglich sogar ein 5. Mal gewählt worden, wenn sie angetreten wäre. Ja. Das heißt, man kann dieser Kanzlerin natürlich vieles vor die Füße rollen, aber eigentlich ist sie ja unsere Kanzlerin, weil das so eine repräsentative Demokratie ist und sie mit einer Mehrheit gewählt worden ist. Das heißt, dieser Stillstand entspricht natürlich auch durchaus den Bedürfnissen weiter Teile einer überalterten Bevölkerung, wie wir sie hier auf der Bühne haben. Wo es zuerst mal heißt, die Renten sind sicher. Das ist das allerwichtigste Mantra für alles. Und dann guckst du dir an, wie viel im Haushalt allein dafür weggeht. Und dann fragt man sich, oh, warum ist kein Geld für Innovationen da? Und dann, um das noch ganz kurz historisch einzuordnen, gibt es halt immer diese kurz-lange Wellenbewegung. Du hast immer 4 Legislaturperioden konservativ regiert, da passiert dann nicht so viel. Dann kommen Willy Brandt und Helmut Schmidt und müssen erstmal aufräumen. Ja, dann hast du wieder 16 Jahre Kohl, passiert nichts. Kommt Gerhard Schröder, Joschka Fischer, müssen aufräumen. Jetzt kommen 16 Jahre Merkel und ja, das Ergebnis sehen wir gerade. Oh ja. Wieder aufräumen. Ja. Wow. Gleich der Bundeskondratjew. Gleich Iris Seyram dazu, aber uns geht hier der Nikolaus gegen die Union geht. Keine 12 Minuten rum und Hajo Schumacher hat schon eine historische Theorie rausgehauen. Ja, ich war langsam heute. Halten Sie sich fest. Tut mir leid. Ja, ich, das geht schneller. Nee, ich würde jetzt noch einmal, da wir, das ist ja hier eine Sendung mit Anspruch, auch seit ihr im Fernsehen läuft. Und deshalb wollte ich noch einmal darauf hinweisen, Digitalisierung klingt immer so seltsam. Und ja, diese CSU-Minister war einer hohler als der andere, gar keine Frage. Das siehst du. Aber, Was holst du denn wenn wir jetzt mal einmal praktisch Digitalisierung. Also es gab den großen Flüchtlingszustrom 2015-16. Man stellte fest, upsili, die Ausländerämter sind nicht digitalisiert. Also da macht man es noch mit Fax und Papier und bla. Dann hat die böse Angela Merkel... Also Geld hingestellt, der Bund, für die Länder, ihre Ausländerämter zu digitalisieren. Als das Problem da war, um das auch nochmal zu sagen. Ja, okay, das Problem war da, man ahnte nicht, das stimmt. Aber immerhin, man stellte es fest, weil lange nicht mehr die Ausländerämter von Bedeutung gewesen waren, offenkundig. Also versuchte man das zu lösen und übertrug den Ländern, weil es ja ihre Ausländerämter sind, das Geld und die Aufgabe, das zu tun. Nun sind wir knapp 8 Jahre später, haben ein ähnliches Problem von der Größenordnung mit der Abwicklung aus einer Zuwanderungswelle von Flüchtlingen und Asylsuchenden und stellen fest, die sind immer noch nicht digitalisiert. Und das ist jetzt nicht mehr Schuld der Bundesebene oder Angela Merkel, das sind die Länder, die 16 Mal irgendeinen Schwachsinn machen, nur halt nicht das Geld nehmen, was sie kriegen, um es anzuwenden, wofür es gedacht war. Iris Seyram dazu. Und ein flammendes Plädoyer gegen den Föderalismus von Nikolaus Blum. Ja, womit er aber nicht ganz unrecht hat. So, wenn man sich die durchschnittliche Qualität der Ministerpräsidenten derzeit anschaut, ist das ein Plädoyer für die Abschaffung des Föderalismus. Iris Seyram dazu, dann Ulrike Herrmann. Gewagte These, wobei ich wollte Ihnen gerade zustimmen, ein bisschen wieder, weil... Ich finde, das ist sonst ein bisschen unterkomplex. Es ist ja wirklich nicht so, dass wir Königin Angela Merkel da an der Spitze haben und die regiert dann irgendwie durch, entscheidet irgendwas und alle anderen müssen mitmachen. So ist es ja nicht. Das wäre wirklich ein bisschen zu unterkomplex. Wir haben verschiedene Zuständigkeiten und gerade beim Thema Digitalisierung ist es ja auch nicht so. Also das muss ja wirklich bis zum letzten Mast, der aufgebaut wird, also muss das ja irgendwie dann auch durchgesetzt werden. Und da gab es auch immer wieder Schwierigkeiten. Und gerade bei dem Bau von Brücken oder der großen Infrastruktur, Windräder, ist es durchaus ein Problem, dass die ganzen Planungsverfahren
sehr komplex gestaltet sind. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Klar, Bürokratie auf der einen Seite, es ist aber auch ein Stück weit ein sehr hohen Standard an Umweltschutz, den wir bei den Verfahren ja auch immer mit angelegt haben. Und man muss sich dann irgendwann mal entscheiden, was will man, wo setzt man seine Prioritäten? Und das hat ja im letzten Jahr auch sehr, sehr lange gedauert in der Ampel, bis man da irgendwie mal eine Linie hatte, wie man da weitergeht, wie man Planungsverfahren wirklich beschleunigen kann. Ich sage nur Stichwort LNG-Geschwindigkeit. Es ist nicht so einfach. Also nur damit da kein Missverständnis aufkommt, Angela Merkel, diese unterkomplexe Argumentation wurde nicht von mir ins Spiel gebracht, sondern nein, von Markus Feldmann. Von mir, also, das ja, war ich. Ja, genau. Aber Ulrike Herrmann wollte was dazu sagen. Unterkomplexitätsbeauftragte. Ja. Ja, jetzt habe ich hier schon drei Themen gesammelt. Also Thema 1 ist dieses Wunder, die Ausländerämter kriegen plötzlich Geld und dann kann das gar nicht irgendwie verbraucht werden. Das hat ja damit zu tun, dass dieses Geld so plötzlich gekommen ist. Und nein. Ein schreckliches Schicksal. Ja, aber das muss ja. Oh, Kundschaft. Aber das muss Kundschaft. Ja dann von jemandem verwaltet. Oh, Umsatz. Nein, das muss doch von, ganz im Ernst, das muss doch von jemandem verwaltet ausgegeben werden, betreut werden und so weiter. Das heißt, nein, jede Firma wird Ihnen das erklären. Wenn man investieren will, braucht man Leute, die dafür zuständig sind, diese Investitionsmittel zu verwalten, zu betreuen und auszugeben. Weil das aber beim Staat ja so läuft, mal wird nichts gemacht, lange Zeit, dann plötzlich wird was gemacht, gibt es die Leute gar nicht. Die hat man inzwischen nie eingestellt oder abgebaut, weil ja gar nicht investiert wurde. Das heißt, das ist wirklich ganz wichtig. Man muss, wenn man Staat ist, stetig investieren, damit da auch die Leute und die Kapazitäten sind, um das alles zu betreuen. Das sage ich deswegen, weil das Bundesverfassungsgericht gerade ein Urteil gefällt hat, das katastrophal ist, Sie kennen das alles, das ist das Urteil zur Schuldenbremse, weil da unter anderem drin steht, und das ist wirklich der Mega-GAU, dass der Staat jedes Jahr seine Investitionsmittel sozusagen neu beschließen muss. Das ist das Gegenteil von ökonomischer Vernunft. Wenn man sowas aber vom Staat verlangt, kann es überhaupt keine Planungssicherheit und damit auch nicht das Personal geben, um das alles zu betreuen. Das Zweite, was ich jetzt sagen wollte, okay, Angela Merkel hat nicht investiert, stimmt. Das hat aber einen Grund. Der Grund heißt Schuldenbremse. Nicht? Diese Schuldenbremse wurde 2009 beschlossen, 2011 ins Grundgesetz geschrieben und seitdem darf der Staat sich faktisch nicht mehr verschulden. Jetzt ist es aber so, das habe ich hier schon ganz oft gesagt, aber das werde ich immer weiter sagen, egal wie. Und Nikolaus Blume freut sich jedes Mal. Mal wieder. Man kann investieren nur, wenn man Schulden aufnimmt. Wenn es keine Schulden gibt, dann hat man nicht das Geld, neue Straßen zu bauen, Brücken zu sanieren und so weiter. Wo soll denn das herkommen? Und wenn jetzt hier geklagt wird, dass Deutschland marode ist, dann liegt es genau daran. Und es gibt keine Möglichkeit, beispielsweise in den Klimaschutz zu investieren, was wir ja alle wollen, wenn der Staat keine Schulden aufnehmen darf. Ja. Aber ist der, Markus Feldenkirchen dazu? Ja. Nikolaus Blume hat so einen Hals, trotzdem, den muss er kurz aushalten, Markus Feldenkirchen dazu. Ich ahne, was ungefähr Nikolaus Blume sagen wird. Nein. Da kommt ja immer das. Ich habe einen ganz neuen Trick. Wir haben ja schon einen. Nachdem hier dieses Phalanx von Merkel-Beschützern sich errichtet hat und erböst, die böse Merkel. Ich habe überhaupt nichts von böser Merkel gesagt. Ich würde sagen, gemütliche Merkel. Ja, so gemütlich. Das ist nicht böse, das ist einfach so ein bisschen gemütlich, wie irgendwie bei Helmut Kohl. Das war auch Europa- und außenpolitisch, Stichwort deutsche Einheit, sehr ambitioniert. Innenpolitisch, Reformen, Land mobilisieren, eher gemütlich. Also das sind so Wesenskerne. Genau, mit anderen Worten hat das Hajo Schumacher auch gesagt. Und bei einem Punkt muss ich Dr. Angela Merkel natürlich besonders in Schutz nehmen, die Digitalisierung. Da waren nicht nur die ganzen Infrastrukturminister von der CSU. Da ist ein Teil des Dilemmas noch wirklich vor der Zeit von Angela Merkel, als es in Deutschland noch das Postministerium gab und dort mal eine Grundsatzentscheidung getroffen wurde, das stimmt wirklich, bauen wir also diese sich anbahnende Digitalisierung mit dem Internet und so, bauen wir das kabelmäßig auf dem klassischen alten Kupferkabel, wovon die Telekom, die Deutsche, die damals noch anders hieß, viel hatte und dachte, nee, das ist doch gut, das ist unsere Zukunftstechnologie, das würden wir gerne weiter pflegen, das Netz, oder sogar weiter ausbauen. Oder machen wir das mit so modernen Zeugs, das Breitband heißt. Und da hat man sich entschieden, fürs Kupfer entschieden, was jetzt peu à peu quasi alles ersetzt werden muss. Und das hat wirklich nicht Angela Merkel zu verantworten. So. Ist der Hals von Nikolaus Blume ein bisschen abgeschwollen? Nein. Also, nein. Wir führen die Debatte ja jedes Mal. Der Etat ist Jahr um Jahr gestiegen, der Bundesetat.
Und trotzdem war zu wenig Geld für Investitionen da. Es ist übrigens eine Menge investiert worden, so ist es ja nicht. Ich glaube, der Forschungs- und Entwicklungsetat ist bei Angela Merkel von einem schwachen Mittelfeldplatz in der EU auf den Spitzenplatz gewachsen. Immerhin auch das. Also ein paar Sachen sind ja schon geschehen. Sollte man jetzt vielleicht nicht alles in Bausch und Bogen vergessen. Aber ich glaube, noch einmal, meine Idee wäre eher zu sagen, dass es gar nicht so sehr am Gelde fehlt, weil man es ja auch privat mobilisieren kann, sondern dass es einfach so unfassbar lange dauert. Und vor kurzem, ich glaube, war im ZDF oder ARD, lief ein wunderbares Stück über die Energiewende und die Frage, was mit den Rotmilanen ist, weshalb man an bestimmten Stellen kein Windrad hinstellen darf. Stellt sich heraus, die Rotmilane fliegen überall wohin, in den Ventilator, in die Autotür, aber nicht in diese Rotorblätter. Das ist jetzt irgendwie geklärt. Macht nichts, trotzdem wird es verboten. Und dann fand man eine Alternative, die Auerhähne. Müsste man jetzt auch schützen, bis man herausfindet, oh, Scheibenkleister, Auerhähne kommt von Hahn, die fliegen gar nicht so hoch, wie das Rotorblatt ist. Aber wandt dann die, ich sag jetzt mal, Naturschutz-, Tierschutzbewegung ein, aber die könnten gegen die Pfosten laufen. Ein Problem, das ganz viele dumme Lebewesen haben. Sie können gegen Pfosten laufen. Ja, aber wenn Sie jetzt alle lachen, dann lachen Sie über Deutschland. Tut mir leid. Sie lachen über dieses Land und zwar vollkommen zu Recht, dass es sich bieten lässt von Interessengruppen zu sagen, wir müssen den Pfosten woanders hinsetzen, es könnte ein Auerhahn dagegen laufen. Aber und wenn das die Energiewende ist, dann brauchen wir nicht Robert Habeck. Ja, Herr Blume, aber das Wetter läuft. Guter Punkt. Ich bin bloß, Sie sprachen jetzt von Interessengruppen, ich bin nicht ganz sicher, ob das dann wirklich Naturschutz- und Umweltschutzverbände sind oder ob jemand sagt, ich möchte auf meiner Sichtachse, wo mein Haus steht, möchte ich kein Windrad haben und deswegen suche ich mir jetzt mal den Rotmilan und sage, da ist, eine, ist oder wie auch immer dieses Tier dann heißt, ein Auerhahn. Ist das nicht das, und da kommen wir zu was Grundsätzlichem, das Problem, dass wir alle auch ein bisschen veränderungsträge sind und sagen, ja, lieber nicht, ging doch bisher auch, möchte ich lieber nicht. Also das, ist das nicht ein Punkt, Hajo Schumacher? Also das ist sicherlich ein Punkt. Ich führe da gern das Beispiel des SPD-Co-Vorsitzenden Lars Klingbeil an, der in seinem Wahlkreis eine ICE-Ausbaumodernisierungsstrecke, also quasi vor die Tür genagelt kriegen sollte und jetzt ausgerechnet in diesem Fall also dann doch gegen die Bahnmodernisierung ist. Allerdings nur, solange sie durch seinen Wahlkreis geht. Das Problem ist, ganz Deutschland besteht aus Wahlkreisen. Und ne, also du hast überall dieses... Aber nicht aus SPD-Vorsitzenden. Nein, das stimmt schon. Da hätte man schon mit etwas gutem Vorbild vorangehen können. Auf der anderen Seite... Es gab jetzt diese Woche, glaube ich, dieses Glücksranking. Ne? Wo wohnen die zufriedensten Menschen? Zum 7. Mal nacheinander Finnland auf dem 1. Platz. Also wenn es und wir von 16 auf 24 abgerutscht. Um 8 Plätze gefallen, was auch immer man von diesen Umfragen hält. Also erstens mal frage ich mich, wenn man sowas wie Finnland gerade im Winter zu einem Ort des Glückes hochsingen kann, ja, dann ist mir wirklich schleierhaft, warum wir hier in Deutschland um 8 Plätze fallen. Also das ist, es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund. Und ich habe das Gefühl, also jetzt wird es ja gerade ein bisschen ruhiger. Die IFO-Zahlen werden ein bisschen besser. Letzte Woche hieß es, naja, gut mit Knirsch und Projektion und so weiter. Aber der Klimapfad ist gar nicht so schlecht, den wir eingeschlagen haben. Das heißt also, dieser permanente Katastrophismus, wo geht jetzt heute die Welt wieder unter? Wo ist da... Das ist auch echt Volkssport, ne? So richtig schlecht gelaunt aus der Wäsche gucken. Aber Sie erinnern sich, ich hatte diese Rede von Hajo Schumacher bei der ersten Frage an Ihre Seiram angekündigt. Ja, ich hab's kommen sehen, genau. Ja. Das ist, bevor Hajo Schumacher widerspricht, dass hier alles so schlecht ist, erste Frage an Ihre Seiram, ja. Ja, aber das ist ja genau die Frage, wenn ich da nochmal ansetzen darf, was Herr Blume gerade gesagt hat, was ich eben versucht habe, auch irgendwie zu transportieren, aber mir nicht immer so gut gelungen ist, weil ich diese catchigen Beispiele des Vogels nicht so auf dem Schirm habe. Aber es ist ja in der Tat so, dass bei diesen ganzen Planungsverfahren ja das Entdecken eines besonders seltenen Tieres
auf einmal dazu führt, dass ganze Vorhaben erstmal so nicht durchgesetzt werden können. Und immerhin, da haben Sie sich ja im vergangenen Jahr, das hat die Ampel ja schon hinbekommen, dass Sie gesagt haben, in einem laufenden Verfahren, also wenn wir schon gerichtlich irgendwo sind, dann kann jetzt derjenige, der gegen ein Vorhaben ist, nicht auf einmal sagen, nee, sorry, da ist aber jetzt eine seltene Kreuzkrötenpopulation und deswegen kann das Vorhaben nicht durchgesetzt werden. Also da hat man schon mal eine Begrenzung des Prozessstoffes immerhin erreicht, um zumindest, wenn es vor Gericht gelandet ist, da halt ein bisschen Zug reinzukriegen, weil es ist halt eben so, es dauert zu lange und deswegen haben wir halt auch so einen wahnsinnigen Stau an Vorhaben. Das war jetzt eine juristische Argumentation. Wir hatten lustigerweise, ich habe ja diese Woche den Schönen Morgen auf Radio 1 moderiert und da hatten wir in einer Sendung einen Kommentar von Ann-Kathrin Hipp vom Tagesspiegel, die sinngemäß sagte, Tempelhofer Feld nicht bebauen, es gibt in Berlin so viele andere Stellen, ist ausgewiesen, wo man bauen könnte. Und in der gleichen Sendung hatten wir ein Interview über ein Bauprojekt, wo 1200 Wohnungen in Berlin entstehen sollen. Und da ist, nicht erfunden von mir, die Rotbauchunke und die Knoblauchkröte im Weg. Beides, diese Tiere gibt es wirklich, wusste ich auch nicht. Die werden sogar ausgesetzt manchmal absichtlich. Ohne Quatsch. Ja. Also es gibt einen Schwarzhandel mit so Knoblauchkröten. Ich versuche es nochmal. Haben wir nicht auch wirklich ein Mentalitätsproblem inzwischen, dass wir alle, ich schließe uns da gar nicht aus, wir alle irgendwie veränderungsscheu oder müde sind und sagen, ach Mann, es ging doch immer so gut, ich will das nicht. Ja, das stimmt bestimmt. Also man hat ja festgestellt, dass die Leute auch krisenmüde sind. Also der Spruch des Tages ist ja immer, dass wir jetzt in einer Multikrise leben würden und nach irgendwie Corona, Ukraine, Gaskrise sind alle erschöpft und jetzt auch noch die Klimakrise, die auch nicht wieder weggehen will. Aber die Fußballkrise ist weg. Ja, die ist seit weg. Gestern. Das stimmt. Ja, also man muss das ja auch mal... Ja, also insofern haben alle irgendwie die Hoffnung, man könnte zurückkehren in die seligen Zeiten, als es diese ganzen Krisen noch nicht gab. Aber ja, das ist natürlich irgendwie... Halt ich glaube aber, und damit wiederhole ich mich, ich weiß es, vieles wäre dann doch einfacher, wenn man Geld hätte, um zu investieren. Ja, Schulden. Also, hier wird ja jetzt hier so den Eindruck erzeugt, wir würden in Deutschland nur deswegen nicht investieren, weil alles so lang dauert und irgendwelche Kreuztümpel da im Weg sind. Das ist leider nicht die ganze Wahrheit. Die Hauptwahrheit ist, dass einfach das Geld fehlt, weil wir die Schuldenbremse haben. Also ich werde da jetzt noch alle weiter nerven, das ist ja klar. Ne? Aber wir haben tatsächlich den Punkt verstanden. Markus Feldenkirchen und dann wollte ich mal konkret über konkrete Themen reden, zum Beispiel gleich über die Bundeswehr. Ich wollte noch mal konkret auf Ihre Frage eingehen, warum das so ist. Ich glaube, es ist zutiefst menschlich. Leider steht das unserer Entwicklung im Wege, dass man erst mal dran denkt, okay, was bedeutet das jetzt für mich? Und dass es wirklich schwer fällt, obwohl man abstrakt sagt, okay, bessere ICE-Trassen, bessere Stromleitungen, mehr Windräder, der Klimawandel, die erneuerbaren Energien, das ist für unsere Gesellschaft, für Deutschland, für Europa, wahrscheinlich für die ganze Welt sehr sinnvoll, das zu machen. Leider bedeutet es Einschränkungen in meinem Alltag. So, und diese Größe, das muss man sich halt auch zugestehen, die muss man erstmal haben, dann zu sagen, nee, ich entscheide mich für das große Ganze und nehme persönliche Einschränkungen in Kauf. Dafür wiederum haben wir uns irgendwann mal als Menschheit für das Prinzip Politik und Delegieren von Macht entschieden, dass da andere quasi über den ganzen Einzelinteressen stehen und im Idealfall das große Ganze durchsetzen. So. Und da sind dann tatsächlich Politiker gefragt, irgendwie das beherzter anzugehen, als das in der Vergangenheit gerne gemacht wurde. Und da würde ich jetzt mal sagen, der viel kritisierte, weil handwerklich nicht immer total begabte Robert Habeck, was man dem nicht vorwerfen darf, ist, dass diese ganzen Widerstände, die da mit Klagen gegen Planungsbeschleunigung kamen, dass er da nicht voll reingehen würde und alles versuchen würde, diese Hemmnisse quasi zu überwinden, das tatsächlich zu beschleunigen. Also dieses Klagen so von wegen, es wird immer schlimmer, ich sehe das gar nicht als Trend in letzter Zeit so, sondern eher das Gegenteil. Ulrike Hammer, noch einen Punkt dazu?
Ja, Markus Feldenkirchen hat ja eben gesagt, der Einzelne hätte eben keine Lust, sich einzuschränken. Und da wollte ich nur sagen, also so stark muss sich jetzt hier keiner einschränken. Also das einzige, die einzige Krise, wo wirklich jeder Einzelne existenziell in gewisser Weise betroffen war, war die Corona-Krise. Nicht? Da war ja jeder dabei, Masken, Lockout, Lockdown. Naja. Wenn dir ein Windrad vor dem Balkon gebaut würde. Ja, natürlich, würde, aber, ja, natürlich ist das, auch, aber ist das passiert ja hier nicht. Nein, aber wäre ich auch dagegen, ja. Nein, China, da geht nein, das aber, ratzfatz. Nein, nur der Punkt, nein, Wochen das war jetzt ein Witz, ja. Aber der Punkt ist doch, wie viele Leute in Deutschland haben tatsächlich das Problem, dass vor ihrer Haustür direkt ein Windrad steht. Und dann gibt es da ja einen ganz einfachen Hebel, der extrem gut funktioniert, wie man ja aus dem Hunsrück weiß. Nämlich, dass man die Kommunen einfach an den Einnahmen beteiligt. In dem Moment, wo die Leute finanziell etwas vom Windrad haben, das direkt vor ihrer Haustür steht, sind sie in der Regel auch dafür. Und das hat man ja jetzt auch eingeführt. Habeck hat das ja gemacht, dass man jetzt auch die Kommunen beteiligt. Nur ich glaube, dass man weg muss von dieser Erzählung, die ist nämlich ganz gefährlich, deswegen wollte ich auf Feldenkirchen jetzt sofort reagieren, zu sagen, ja, in dem Moment, wo man Krisen bekämpft, ist jeder Einzelne betroffen und muss sich einschränken. Das galt, wie gesagt, nur für die Corona-Krise. Wer hat denn real bisher durch den Ukraine-Krieg gelitten? In der Form, dass wir da Waffen... Ja, die Inflation wurde schon etwas angefeuert. Ja, natürlich, aber nicht durch die Politikmaßnahmen. Die Idee war ja, wenn wir Politik machen, muss jeder leiden. Und das ist bisher gar nicht so. Die Deutschen haben nicht dadurch gelitten, dass es 1 Million ukrainische Flüchtlinge hier gibt. Und ich glaube, da muss man halt aufpassen, dass man den Leuten sagt, die Krise kommt und jetzt müsst ihr die Gürtel enger schnallen, weil dann produziert man politischen aber Widerstand. Aber es geht doch um Modernisierungshemmnisse und nicht um Krisenauffang. Ja, aber auch durch die Modernisierung würde ja keiner leiden. Also ich glaube, man muss... Ja, machen wir es doch mal. Also ich würde gerne bei der Energiewende, da hatten doch die allermeisten in Deutschland, die wahrscheinlich, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 75, 76 Millionen, hatten mit der Energiegewinnung nichts zu tun, weil es haben ganz viele Leute, aber halt im Vergleich zur Gesamtbevölkerung wenige, darunter gelitten, wenn ihr Dorf abgebaggert wurde, weil da ein Kohlekraftwerk hinkommt oder weil bei ihnen vor der Tür ein Atomkraftwerk stand. Aber die breite Masse hat gesagt, ja, bitter für die Leute, aber mich betrifft's ja nicht. Die jetzige Energieversorgung, die geplant ist, die führt halt in die Fläche und da kriegen dann schon wahrscheinlich 30, 40 Millionen Leute was mit, weil da in der Nähe ein Windrad steht oder ähnliches. Und ist das nicht das Problem, dass wir halt weiterhin dieses Gefühl hatten, ja, ja, Energiewende ist schon gut, aber eigentlich, wenn da irgendein Dorf in Brandenburg abgebaggert wurde, ist nicht schön, aber hat mich ja nicht betroffen. Ja, also ich würde da auch ganz, ganz höflich nur versuchen zu widersprechen. Also zum einen, dass es nur eine Frage der... Das ist nicht höflich sein. Dass es nur eine Frage des Geldes ist, würde ich jetzt mal bestreiten, weil eigentlich sind die Haushaltsmittel, der Bundeshaushalt ist üppig. Ich glaube, es ist eine Frage der Priorisierung, für was man am Ende des Tages Geld ausgibt. Und das andere ist, Das ist doch die Theorie auch eigentlich not in my backyard. Also es ist eben genau so, wie Sie es gerade gesagt haben, sofern es eben irgendwo ein Dorf in Brandenburg betrifft, ist es mir doch egal, was kratzt es mich in Berlin-Mitte. Aber eben, wenn es dann eben in die Fläche geht, dann ist es auf einmal, da muss man sich dann aber schon fragen, was will man? Will man die Energiewende ja oder nein? Oder will man eben zurück zur Atomkraft? Ja? Also es sind so grundsätzliche Fragen, über die sich jeder Einzelne auch mal bewusst werden kann, weil die kann man nicht delegieren. Da kann man nicht irgendwie sagen, entscheidet mal für uns und am Ende des Tages wird das schon alles irgendwie laufen, weil da muss dann auch jeder zu seiner Entscheidung stehen. Wenn ich Klimaschutz will, dann gehört zu dem Package vielleicht auch dazu, dass da ein paar Windräder mehr aufgestellt werden. Ich wollte über die Bundeswehr sprechen. Wer war denn hier oben bei der Bundeswehr? Ich kann es mir nur bei Blome vorstellen. Ja. Sie wollten mich nicht. Ich war so lange für alle mit. Insofern Gebirgsjäger, oder? Ja, deswegen, dann geht die Frage auch an Sie. Er ist noch immer bei der Bundeswehr. Kampftaucher. Ich kann aus dem eigenen Familienkreis erzählen. Da ist ein junger Mann, gerade bei der Bundeswehr, da teilen sich 50 Mann neben den Pissoirs 3 Sitztoiletten und 3 Duschen. 50 Leute. So, kann man sich vorstellen, wie das morgens zugeht. Andererseits sollen junge Menschen für die Bundeswehr begeistert werden. Wie kann man das zusammenbekommen? Auf jedem Techno-Festival teilen sich mehr Leute deutlich verschissenere Toiletten, ja. Und das, aber da hat man einen anderen Bewusstseinszustand. Ja, ich bin erstmals in der Geschichte dieses Talks vom Publikum enttäuscht, dass Sie da applaudieren, weil man
da lebt man ja nicht ein, zwei, drei Jahre, ne, auf diesem Techno-Festival, aber das nur am Rande. Naja, drei Jahre lebt jetzt der normale Wehrpflichtige, also im Moment sowieso nicht, weil es gar keinen gibt. Ja, also Himmel, es ist halt kein Hotel, stimmt. Es sollte tatsächlich mehr Toiletten geben wahrscheinlich. Aber man hat halt diese Bundeswehr, also als ich bei der Bundeswehr war, kurz vor der, Währungsreform? Ja. aber welcher Währungsreform? So. Der Euro-Reform, nein. Also jetzt, Mitte der 80er Jahre, da waren es 485.000 Mann unter Waffen und da waren es wirklich fast nur Männer. 485.000, jetzt sind es noch 180.000 und man hat große Schwierigkeiten auf 200 zu kommen, weil man halt irgendwie das Gefühl hat, man muss irgendwie noch so eine Wellness-Oase in der Kaserne. Ja, ich habe Ihnen ja gerade von dieser Wellness-Oase erzählt, also weil Sie sagen, das ist kein Hotel. Wenn man Menschen im Gegensatz zur Wehrpflicht dafür begeistern will, sollte man vielleicht da auch einen Mindeststandard begeistern. Der entscheidende Punkt ist, wollen Sie die Leute über die Zahl der Toiletten begeistern oder mit irgendeinem anderen Gedanken? Und aber vielleicht dem der Selbstverteidigung. Kommt doch nur auf den Vergleich an. Wenn die Leute direkt von einer Berliner Grundschule zur Bundeswehr gingen. Absolute Verbesserung. Ja. Und in Berlin... Nenn ich das wie eine Verbesserung. Nein, in Berlin sind ja die Grundschulabgänger auch so alt, dass sie direkt zur Bundeswehr können. Die dürfen in der vierten Klasse. Entschuldigung, ich würde hier gern trotzdem wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit reinbringen. Nochmal der Punkt. Ich meine, das war jetzt sehr polemisch, Herr Blume, sehr einfach. Ja, man geht nicht wegen der Toiletten zur Bundeswehr. Aber die Bundeswehr ist ein Arbeitgeber, steht also im Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern. Und wenn man dann sagt, nicht mal die sanitären Anlagen reichen aus, dann wird es schwer werden, gerade in diesen Zeiten, in denen wir jetzt sind, wo man sagt, wir brauchen mehr Soldatinnen und Soldaten, Menschen dafür zu begeistern. Das stimmt, wenn Sie es als Arbeitgeber allein definieren und sagen, wir möchten jetzt gerne 250.000, 300.000 Mann Bundeswehr Berufsarmee haben. Dann müssten Sie als Arbeitgeber also 120.000 Leute aus dem Markt generieren, aus dem Arbeitskräftemarkt, wo sich jeder junge Mann, jede junge Frau im Alter von 20 aussuchen kann, wo sie arbeiten wollen, weil es halt so viele freie Stellen gibt. Und das wird richtig schwer. Weshalb möglicherweise die einzige Lösung ist, wenn Sie eine größere Bundeswehr haben wollen, eben doch wieder so etwas wie eine Wehrpflicht einzuführen. Und dann ist das jetzt auch nicht mehr, daher der Name Pflicht, so eine ganz freie Auswahl, ob Sie da hingehen oder nicht. Und dann ist es auch nicht mehr so ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, sondern eben Dienstherr und Pflicht. Und da kann man jetzt gegen sein, wenn Sie mögen. Aber wenn Sie so eine Armee haben wollen, werden Sie daran nicht vorbeikommen. Und dann sind wir bei dem schönen Wort, was hier schon einmal fiel, priorisieren. Was ist uns jetzt eigentlich wichtig? Eine Armee, die groß genug ist, das Land zu verteidigen, so wie das früher mal der Fall war? Oder wollen wir das nicht haben? Oder glauben wir können uns was anderes kaufen, um diese Sicherheit herzustellen? Plus die Entscheidung wird man fällen müssen und dann läuft es über kurz oder lang auf die Wehrpflicht oder ein Dienstjahr oder irgend sowas in der Preisklasse raus. Heike Schumacher. Plus die Frage, welche Art von Armee wollen wir haben? Und das Leitbild, was auch mit der Wehrpflicht einhergeht, ist die vom Bürger oder Bürgerin in Uniform. Das heißt also, dass der oder diejenige, die egal ob berufsmäßig oder einfach nur für so eine Grundausbildung bei der Bundeswehr ist, es gibt eine Verbindung zu den ganz normalen Menschen. Eine Berufsarmee hat immer dieses Söldnerproblem. Du hast da so eine Horde, hau draufs, die sich aber irgendwie nicht. Vorsicht, wie Sie über meine Verwandtschaft reden. Nein. Ich sage nur, das ist das amerikanische Modell. Ich leiste mir halt so eine Berufsarmee. Ich finde auch, und das war ja die Idee nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Nazizeit, dass man eine Armee mit einer Gesellschaft verzahnt. Und das finde ich nach wie vor, nenn mich romantisch, aber ich finde das eine gute Idee. Ulrike Herrmann. Ja, also ich glaube, das Problem ist, dass sich einfach der Krieg total geändert hat. Also dass man die Wehrpflicht abgeschafft hat und sich für Berufssoldaten entschieden hat, liegt daran, dass Krieg immer stärker technisiert wird. Also auf den Taurus kommen so wie in der Ukraine. Und sowas wie den Taurus zu bedienen, das ist eine jahrelange Ausbildung. Die Panzer, alles ist Hightech. Und die Armee oder die Bundeswehr selbst will keine Wehrpflicht. Einfach weil sie genau weiß, dass sie diese ganze Maschinerie, die sie da besitzen, nur bedienen kann mit Leuten, die mehrjährig ausgebildet werden. Und das heißt, um es hart zu sagen, Wehrpflichtige würden da stören
Und die verursachen ja auch Kosten. Das ist nicht, und zwar erheblich. Also die muss man verpflegen, die muss man unterbringen, die bekommen Geld, die muss man betreuen, die muss man ausbilden und so weiter. Da wird jede Menge Geld dann gebunden, das man eigentlich anderweitig ausgeben könnte. So, und man setzt eben tatsächlich auf eine Berufsarmee und dann ist die Frage von Herrn Blome ja völlig richtig, wie soll dann das Land verteidigt werden? Die Antwort ist eben nicht zu sagen, ja, wir machen eine Wehrpflicht, sondern die Antwort ist, wir schließen uns in der NATO zusammen und verteidigen uns gemeinsam. Aber war das nicht die Erzählung von bis zum November oder vorgestern? Nein, das ist die Erzählung von heute. Ach so, ich dachte, ja, aber es ist ja. Sie müssen nur in jedem Interview wieder erklären, Armeeangehörige, warum sie keine Wehrpflicht wollen. Markus Feldenkirchen dazu und dann habe ich eine Frage an Ihre Seiram. Ja, aber können wir einmal ganz kurz gerade rücken? Du kommst gleich als Militär. Ja, aber es ist, also dass man 3 Jahre ausgebildet werden muss in der Bundeswehr, um Panzergrenadier zu sein, ist einfach Quatsch. Und dass man 3 Jahre ausgebildet werden muss, um einen Panzer zu fahren, ist auch Quatsch. Es war schon immer Quatsch und es bleibt Quatsch. Es tut mir wirklich fürchterlich leid. Eine Wehrpflichtarmee ist natürlich auch eine hochtechnisierte Armee, je nachdem dem Stand der Technik. Ja? Also warum wir jetzt keine Wehrpflicht brauchen, weil es eine technisierte Armee ist, das passt überhaupt nicht zusammen. Und auch in der Wehrpflichtarmee gab es ja auch damals unterschiedliche Professionalisierungsgrade. So, würde ich auch sagen, ja. Und Ausbildungsstände und so. Und das, was ich dachte, aber vielleicht habe ich zu wenig Militärs in Interviews gehört, wobei ich auch den Verdacht habe, dass Militärs durchaus ein Interesse daran haben, wie Sie es gesagt haben, gerne unter sich zu bleiben. Ja? Also, dass das eher stört, das glaube ich sofort. Trotzdem ist die Frage, was ist politisch richtig und was ist politisch gewollt? Und da hatte ich jetzt den Eindruck, seitdem Putin ganz Europa wieder zeigt, was klassische Kriegsführung mit dem Heer leicht vorrücken bedeutet, dass da quasi die Bedeutung, okay, wir brauchen nicht nur 150.000 Spezialisten, sondern es kommt leider, leider auch auf die Masse an und die Bundeswehr muss mehr können im Notfall. Und darüber reden wir ja, also die sollen ja im Idealfall gar nicht zum Einsatz kommen, aber theoretisch da sein. Und da ist es, glaube ich, schon nicht mehr so das Profil, wie es noch vor 10 Jahren war, dass man sagt, okay, wir haben hin und wieder Spezialeinsätze, da muss mal dem IS da einen auf den Deckel gegeben werden, da machen wir ein bisschen Präventionsarbeit da und wir müssen schnell rein und raus. Das scheint ja nicht mehr das von Putin aufoktroyierte Anforderungsprofil zu sein. Iris Seiram, seit ein paar Tagen ist in der Diskussion, ob die Bundeswehr an Schulen gehen sollte. FDP-Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger sagte, dass, Zitat, ein unverkrampftes Verhältnis zur Bundeswehr nötig sei. Sie halte es für wichtig, dass Jugendoffiziere in die Schulen kämen und berichteten, was die Bundeswehr für unsere Sicherheit tut. Zitat Ende. Stößt dieser Vorschlag bei Ihnen auf Begeisterung? Also als ich das im ersten Moment gehört habe, war ich hochgradig irritiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich im ersten Moment auch keine Vorstellung hatte, was meint sie da? Und da waren, es war halt, man muss ja auch immer gucken, in welcher Stimmungslage wird sowas gesagt. Und man merkt doch schon so eine gewisse Nervosität bei den Menschen, dass sie doch Sorge haben, dass Putin morgen schon am Brandenburger Tor stehen könnte. Ich bekomme auch Zuschriften von Eltern, die beschreiben, dass ihre Kinder, Grundschule wiederum, mit Tränen nach Hause kommen, weil sie Angst haben, weil sie im Unterricht ZDF-Logo gesehen haben und da gesehen haben, wie das mit dem Taurus und so. Also das war, in dieser Stimmungslage war ich erstmal irritiert. Aber ich finde, wenn man erstmal doch mal drüber nachdenkt, finde ich das schon richtig, ab einem gewissen Alter auch gewisse Informationen bereitzustellen. Also ich finde, ich kann da jetzt nicht sagen, so nee, absoluter Murks, dieser Vorschlag oder absolut super, sondern ich finde, es kommt auf die Differenzierung an und dass das auch Bestandteil sein muss einer Schulausbildung. Deswegen finde ich es völlig in Ordnung, dass Sie an die Schulen gehen. Ich war total irritiert, Markus Feldenkirchen, weil ich erfahren hatte, wir haben eine Bundesbildungsministerin. Ja. Ja. Ajo Schumacher, was denken Sie darüber, wenn ist das nicht Bundeswehr Bestandteil des stinknormalen Gesellschafts- oder Politikunterrichts über die Rolle der Bundeswehr zu informieren? Nein. Also jetzt mal so, nein, ist nicht, steht nicht im Lehrplan? Sollte, ne? Sollte, oder? Nee, das sind etwa 5.000 Einsätze, die bisher absolut freiwillig stattfinden. Also es ist nicht Teil des Lehrplans und so. Aber ich finde es schon richtig, dass das auch darüber informiert ist. Die Frage, die man, glaube ich, schon stellen kann, ist, ob quasi das Lehrerinnen und Lehrer tun oder ob es jemand von der Bundeswehr selbst ist. Und du holst ja auch niemanden von BlackRock, der dir jetzt das Weltwirtschaftssystem erklärt. Richtig. Also ja, nur mal zum Beispiel. Ja, so kann man auf die Bundeswehr schauen. Das ist eine Möglichkeit. Ja, man kann so auf die Bundeswehr schauen. Und wie schaut
Unteroffizier Blome. Stopp, Obergefreiter. Obergefreiter. Ist das aber besser? Dieses Beispiel, ich glaube, Hajo Schumacher hatte es gesagt, dass man die Bürger in Uniform, also wenn es um Wehrpflicht geht, ist dann, also bis momentan ist die Bundeswehr in einer kompletten Bubble. Wenn man nicht jemanden in der Verwandtschaft hat, hat man mit der Bundeswehr nichts zu tun. Wäre es da nicht hilfreich, wenn dann jüngere Offiziere einfach als Beispiele in den Unterricht kommen, dass man die kennenlernt und sieht, ach, das ist diese Bundeswehr. Vielleicht warten wir noch 2-3 Jahre, bis die alle genügend Socken und ein paar mehr Klos haben, dass sie dann erzählen. Also jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen verfrüht. Sie wollen nicht ernsthaft darauf antworten. Nein, es ist nicht so wichtig. Dann würde ich gerne Also ob das jetzt der große Gamechanger bei der Nachwuchsbeschaffung für die Bundeswehr ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Ja nicht sein, aber als Symbol ist es doch wichtig. Ich meine, wir behandeln die Bundeswehr, und das kommt auch ein ganz bisschen, wenn ich das sagen darf, hier zum Vorschein, als hätte sie eine ansteckende Krankheit. Und darum darf sie nicht in den öffentlichen Raum und muss in ihrer Kaserne bleiben. Im Gegenteil. Und maximal lassen wir sie raus, wenn sie das Land verteidigen sollten. Natürlich für uns, ist ja klar. Aber mehr dann auch nicht. Und wir lassen sie schon gar nicht auf unsere armen Kinder los. Nee, 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 nee. Das habe ich nicht gesagt, Herr Blome. Nee, aber das ist eine polemische Zuspitzung. Ja. Naja, aber es waren doch jetzt alle hier mit schwersten Zweifeln. Nein, das ist ja völlig in Ordnung. Niemand hat was gegen die Bundeswehr. Die Frage ist halt nur, gut, die Polizei kommt zum Beispiel auch in den Unterricht und klärt über Verkehrsthemen auf oder solche Sachen. Ja, kann man machen oder nicht? Prima. Es gibt auch so Laster, die fahren auf Schulhöfe und die kann man dann aufklappen und dann geht man rein und kann Tornado fliegen und kann man alles machen, ja. Am Ende ist eine Frage der Bezahlung, glaube ich. Mhm. Gut, ja, wenn Sie diesen Talk hier killen wollen, dann machen Sie das gerne. Nein, aber vielleicht finden wir noch ein Thema. Also ich sehe hier gerade zweimal Adidas. Ja, Adidas gegen Nike, das ist mal ein Thema, was auch die Leute, ne, hier und hier, so eine Farben hier, ne, das ist ja wohl. Danke, Herr Schumacher, bei der thematischen Hilfe. Ich habe dich extra heute angezogen. Aber klar, auch mal ein Statement. Jetzt sind gleich den Kollegen. Unabhängig von meinen Kommentatoren würde ich gerne bei der Bundeswehr bleiben, aber dann wechseln wir ein bisschen das Thema. Das ist ein Thema, was uns, glaube ich, auch noch die nächsten Wochen und Monate leider begleiten wird. Für viele Schlagzeilen hat SPD-Fraktionschef Rolf Mütze nicht gesorgt, als er im Bundestag vom Einfrieren des Krieges in der Ukraine sprach. Zustimmung kam unter anderem von Bundeskanzler Olaf Scholz, von der AfD und von Gerhard Schröder. Zurückhaltend hat SPD-Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius reagiert. Deutliche Kritik kommt von den Koalitionspartnern Grünen und FDP und von der CDU. Fange ich mit Ulrike Herrmann an, um Hajo Schumacher aus der Runde rauszunehmen. Was denken Sie über das Einfrieren? Über diese Einfrieren-Aussage. Also sachlich ist ganz klar, dass man den Krieg gar nicht einfrieren kann, weil Putin klarerweise noch weiter in der Ukraine vormarschieren will und überhaupt nicht verhandlungsbereit ist. Inhaltlich muss man darüber gar nicht reden aus meiner Sicht, sondern die Frage ist ja, was soll das taktisch, strategisch in der SPD-Fraktion? Und die SPD hat aus eigener Sicht das Problem, erstens, dass ein großer Teil ihrer eigenen Mitglieder und Wähler und dann auch ein großer Teil der Bevölkerung eigentlich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ist. So, jetzt ist es strategisch, aber das teile ich, zwingend Waffen an die Ukraine zu liefern. Und jetzt hat, das muss man einfach sagen, Scholz, aber durchaus in Zusammenwirkung mit Mützenich und anderen in der SPD-Fraktion, ein kommunikatives Meisterstück hingelegt, das in seiner Brillanz gar nicht angemessen gewürdigt wird. Ja, jetzt geht's aber. Und zwar ist es so, dass Deutschland ja in Europa am meisten Waffen und Unterstützung an die Ukraine liefert. Bisher sind das schon 28 Milliarden und das ist natürlich nicht das Ende. Gleichzeitig haben aber alle in Deutschland das Gefühl, Scholz ist der Zögerer, Friedenskanzler, Merz wirft ihm sogar vor, er sei ein Feigling. Und das ist aus der Perspektive von Scholz und seiner SPD eigentlich geradezu genial. Ja, man nimmt die ganzen Wähler mit, die eigentlich skeptisch sind, wenn es um die Ukraine-Hilfe geht. Und gleichzeitig kriegt man sie aber in großem Umfang durch. Also ich verstehe es richtig. Sie halten die Aussage vom Einfrieren des Krieges für Blödsinn, aber für ein geniales Meisterstück. Ja, genau.
Ja, inhaltlich ist das Quatsch, aber man muss ja die Wähler mitnehmen, die man hat. Ne? Ja. Kann man also, sich ja nicht Markus packen. Feldenkirchen. In einem Punkt sehe ich es anders. Ich glaube, dass nicht alle Beteiligten nur taktisch und strategisch drauf gucken. Rolf Mützenich ist hier wirklich ein Überzeugungstäter, sozialisiert in einer Zeit, als man Ostern noch wirklich mit Frieden auf die Straße ging und Pazifismus noch gut beleumundet war. So, er hat auch darauf hingewiesen, ich habe Friedensforschung studiert. So, Putin hat das leider nicht, aber Rolf Mützenich hat es studiert. Und da gibt es natürlich Rezepte aus dieser Zeit und zu der gehört auch, Konflikte lokal einzufrieren, wenn eigentlich beide Seiten so halbwegs sagen wir, jetzt sind wir auch ein bisschen ermüdet und bringt das noch, lass uns das mal einfrieren. Dieses Stadium ist überhaupt nicht erreicht, gerade von russischer Seite denkt man da anders, deshalb klingt es leider ein bisschen naiv, aber es kommt bei ihm von Herzen. Alle anderen in der SPD, die nehmen quasi diese authentische Aussage vom Rolf, der nicht anders kann, und stricken jetzt genau diese Strategie raus, die Ulrike Herrmann also wirklich klar offengelegt hat, sind dankbar dafür. Und sie wollen in der Öffentlichkeit lieber, gerade mit Blick auf, ich würde gar nicht sagen Bundestagswahl, weil das ist noch so lange hin, aber es stehen ja auch jetzt Wahlen an, wo wir dann immer danach wieder einen Tipi-Talk machen und bewerten, wie sind die dann Markus Feldenkirchen, wenn Sie das hier langweilen, Sie müssen nicht kommen, ne? Also, was ist denn los mit dir, Marco? Also, ich erkenne den Mechanismus hier und mache trotzdem gerne mit. Ja. So. Wenn der Markus nicht mehr kommt, komme ich auch nicht mehr. Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen ist genau dieses Bild erwünscht. Wenn man es ernst nimmt, muss man natürlich sagen, also was Rolf Mützenich sich dort erbittet, dass man doch bitte, bitte nicht nur über die Waffen liefern, sondern auch einmal darüber reden kann, wie man den Frieden schafft. So, da hat er zumindest in Deutschland derjenige, der die meiste Macht und Autorität und Möglichkeiten hätte, irgendwas anzubahnen auf diplomatischem Wege, dass es in friedlichere Richtung geht, hat er natürlich seinen Partner Olaf Scholz, weil er agiert so, als sei die SPD in der Opposition und müsse sich am Kanzler abarbeiten, dass er endlich mal zu einer Friedensinitiative sich durchringt. So erbittet er sich das in seinen Aussagen. Und das ist natürlich der wahre Witz, weil Olaf Scholz hätte die Möglichkeiten, so es sie denn gäbe. Ich glaube, von russischer Seite gibt es keine Bereitschaft. Aber das, was sich Rolf Mützenich erwünscht, das müsste eigentlich vom Kanzler kommen. Nikolaus Blome vielleicht dazu, weil Markus Feldenkirchen gerade sagt, er glaubt, es gibt die Bereitschaft von russischer Seite nicht. Putin wurde ja kürzlich zu Friedensverhandlungen gefragt. Er sagte, jetzt zu verhandeln, nur weil ihnen jetzt die Munition ausgeht, ist irgendwie lächerlich. Woher? Das Zitat ging aber weiter, ne? Habe ich es verkürzt? Ja. Also Entschuldigung, ich wollte jetzt Ich glaube schon, dass ich krieg's jetzt nicht mehr ganz, ich habe es nicht auswendig gelernt, aber ich glaube, das Zitat war auch noch weiter, dass durchaus er dann aber schon auch signalisiert hat, dass er zu Gesprächen bereit wäre. Also korrigiert mich, also ich meine, diesen Olympiafrieden, also oder Waffenstillstand während der Olympiade in Paris. Was man immer davon halten mag, offenkundig ist das immer noch ein Feature, quasi, dass während der Olympiade kein Krieg geführt wird. Tatsächlich hat, glaube ich, Putin damals bei den Winterspielen wegen seiner eigenen Winterspiele in Sochi nochmal abgewartet, die Krim mit zu übernehmen. Und, glaube ich, wegen der Spiele in Peking ein bisschen später oder ein bisschen früher dann die Ukraine angegriffen. Also, ich glaube, man kann gar nichts glauben von dem, was Putin sagt. Das ist ja das Bedauerliche. Man müsste es wirklich sehen, dass er am Tisch sitzt und bereit ist zu verhandeln. Und das sicherlich auch auf der Basis mindestens mal der Möglichkeit, dass er hinterher von dem einiges wieder weggibt, was er sich mit militärischer Gewalt geholt hat. Das, glaube ich, wäre mindestens als Möglichkeit von einem Verhandlungsergebnis das Mindeste, was man verlangen müsste, um überhaupt Verhandlungen zu beginnen. Und Rolf Mützenich, ich finde, also er hat sich wirklich quasi vollkommen neben die Zeit und neben die aktuelle Lage gestellt. Und das hat, glaube ich, diesen Aufruhr so ausgelöst, dass man, also ist jetzt vielleicht überraschend von mir, aber dass man für den schlichten Satz, man müsste mal über Frieden nachdenken, auch schon eins in die Fresse kriegt, finde ich jetzt auch ein bisschen weitgehend, ehrlich gesagt. Das muss halt auch möglich sein. Und strategisch ist es ja wirklich schlau. Genau, strategisch, das wollte ich gerade fragen. Wird Scholz, also er blickt ja sicherlich auf die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Kann das funktionieren strategisch? Also erstmal glaube ich, dass Scholz relativ gelassen auf diese drei Landtagswahlen blickt. Da geht es im Wesentlichen, also in zwei Bundesländern, glaube ich, um die 5%-Hürde für die SPD in Thüringen und Sachsen.
Was natürlich schlau ist, wenn man die gesamte Bandbreite der Meinung in der eigenen Partei hat. Das ist ja so ein bisschen Merkelsch eigentlich. Ne? Also vom Pazifisten Mützenich bis zu Flinten-Boris, der über Kriegstüchtigkeit und so weiter referiert, hast du ja alle Meinungen in der SPD, brauchst die anderen gar nicht mehr. Und da merkelt es ja ausnahmsweise mal, wahrscheinlich aus Versehen, weil du hast halt einen an der Fraktionsspitze, der nicht anders kann. Das heißt, also mit Strategie hat das nicht viel zu tun. Aber so hat ja Merkel funktioniert. Die hat ja die Opposition immer im eigenen Laden gehabt. Aber das mit der Schuldenbremse zum Beispiel klappt jetzt gerade nicht so, da muss man nochmal ran. Aber dieses Ausstrahlen von, ja, Taurus wollen wir nicht, aber wir liefern, wie ja Ulrike Herrmann sagt, wir liefern aber ganz viel. Also, und dann haben wir einen Boris Pistorius, der eher für mehr Lieferung ist. Welche Botschaft soll denn da beim Wähler am Ende ankommen? Naja, dass es irgendwo dann doch wieder eine Partei gibt, die halt auch die Menschen mit auffängt, die sich momentan nicht wirklich bei den klassischen Parteien repräsentiert fühlen. Und das sind ja einige. Aber die wahnsinnig viel liefern trotzdem an Waffen. Also es ist ja nicht so, dass die SPD in den Wahlkampf gehen kann und sagen, wir liefern nichts, wir sind aber trotzdem, wenn man sich aber komplett schließt, was Scholz ja bisher auch gemacht hat, ich meine, es ist ja noch nicht so lange her, da hat er die Menschen beschimpft, die gegen den Krieg demonstriert haben, als gefallene, was hat er gesagt, gefallene Engel aus der Hölle. Also das ist schon, fand ich schon ziemlich klar, dass sich Menschen, die sich vielleicht andere Wege zur Beendigung dieses Krieges irgendwie wünschen, dass die in der SPD keinen Ansprechpartner haben. Und jetzt zumindest wieder sich, ich fand das, was Sie gesagt haben, da ganz, ganz richtig, dass man jetzt zumindest wieder doch sich öffnet und sagt, hey, es gibt auch Menschen bei uns, die sehen das ganz so ähnlich wie ihr. Also, dass man wieder als Ansprechpartner auch wahrgenommen wird. Ob das am Ende des Tages aufgeht oder ob die Leute nicht schlau genug sind, um irgendwie dieses Kalkül zu verstehen, mal dahingestellt. Ich glaube, die Menschen sind eigentlich schlau genug, dass wenn sie halt eine bestimmte politische Richtung haben wollen, dass sie dann eben das Original wählen. Das ist ja bei der Migrationsfrage ganz ähnlich. Das wird vielleicht nicht funktionieren, aber ich glaube, dass das schon, dass diese Taktik dahinter steckt, sich so zu positionieren. Also die Frage war doch, was ist die Botschaft von Scholz, ja? Und das sagt doch Scholz selber, was seine Botschaft ist. Also wird ja immer gesagt, Scholz könne nicht kommunizieren. Übrigens eine Wertung, die ich nicht unbedingt nachvollziehen kann, weil Scholz nämlich eigentlich immer klar sagt, wie er sich selber sieht. Und seine... Ja, da lachen schon wieder die Ersten, das verstehe ich gar nicht. Ja, so, und, Scholz Wort, das er jetzt immer vor sich her trägt wie eine Mantra und das jetzt also bei der Bevölkerung ankommen soll, ist, ich bin der Kanzler der Besonnenheit. Und das ist genau diese Inszenierung. Dann gibt es also Flinten-Boris auf der einen Seite und Friedensrolf auf der anderen Seite. Und in der Mitte ist der Kanzler, der abwägt und am Ende seine Entscheidung trifft. Und ich glaube, dass mit dieser Idee, ich bin der Kanzler der Besonnenheit, wird Scholz noch weit kommen. Aber viel mehr Möglichkeiten als Besonnenheit hat er auch nicht. Also jetzt mal so von der Ausdrucksform. Ja, also kann, naja, Kanzler... Ja, aber der Vorteil der Position... Alles, was einem einfällt. Nee, er hat noch ein Schlagwort, das ist Kanzler des Respekts. Ja, ja, des besonderen Respekts. Aber der entscheidende Vorteil... Nikolaus Blume. Ich glaube, der entscheidende Vorteil der Position ist, also ganz viel zu liefern und gleichzeitig zu sagen, das aber nicht und hier ist die rote Linie, ist halt, diese Position ist fast nicht angreifbar. Also mit allem, was er in den 2 Jahren gemacht hat, oder mit sehr vielem, war er sehr angreifbar, war die ganze Regierung sehr angreifbar und entsprechend schaut es ja auch aus in den Umfragen. Aber diese Position kann von der CDU nicht als feige tituliert werden. Und alles, was Friedrich Merz in der Richtung jetzt im Bundestag gesagt hat, geht halt daneben, weil der Bundeskanzler immer sagen kann, wir haben aber ganz viel geliefert. Wir sind an den Rand dessen gegangen, was machbar ist, beziehungsweise haben mehr geliefert als alle Europäer zusammen. Und auf der anderen Seite mache ich es aber ein bisschen langsamer und das nicht. Und das ist die rote Linie, da könnt ihr krähen, wie ihr wollt. Das ist fast nicht angreifbar, damit kann man gut Wahlkampf machen. Aber worum es ja am Ende geht, und die Frage geht jetzt an Markus Feldenkirchen, wie groß ist denn die Gefahr, dass Putin diesen Krieg gewinnt? Und dann sagen ja viele, das wäre dann nicht das Ende. Die Gefahr ist sehr groß, dass Putin diesen Krieg gewinnt. Alle Berichte, die man von der ukrainischen Front, und da sind mutige Reporterinnen und Reporter unterwegs, die das gerade in den letzten Wochen sehr anschaulich vermittelt haben, wo dann die Leute in den Schützenständen von ukrainischer Seite sagen, wenn die Russen 10-mal feuern, können wir uns, es geht nicht von der Manpower her, sondern rein von der Munition, können wir uns einen Schuss zurück
erlauben. So, und da musst du schon sehr treffsicher sein, dass du einen solchen Krieg dann, eine solche Stellungslage auf Dauer gewinnst. Deshalb, also alle, die sich näher damit beschäftigen, sagen, das Momentum ist total auf russische Seite gekippt. Wenn die Unterstützungsbereitschaft aus dem Westen so weitergeht oder schlechter wird, hat Russland den längeren Atem. Und dann können wir zugucken. Was aus meiner Sicht jetzt noch nicht bedeutet, dass es einen Automatismus gibt, dass Putin dann weiter rollen lässt und sogar auf NATO-Territorium. Da ist, glaube ich, auch ein bisschen Angstmache mit dabei, weil Putin erkennt schon selber, wie viel Kraft, Energie, ich meine, da ist innenpolitisch bei ihm ja auch nicht alles in Ordnung, wie viel Kraft und Energie es schon kostet, Teile der Ukraine zu erobern. Also, dass er das quasi, den bisherigen Kriegsverlauf als Bestätigung sieht, ganz Europa platt zu machen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das Schlusswort dieser ersten Runde hat Nikolaus Blume. Wir kommen, in meiner Rolle als Moderator, komme ich zurück auf den Anfang. Der Taurus, es mag ein Problem sein, ist nichts zu bekommen für die Ukraine, kann schon sein. Ich glaube es jetzt, ist es gar nicht so wichtig. Aber Deutschland hat 2 Jahre gebraucht, 2 Jahre des Krieges, um einen Spatenstich für die Munitionsfabrik zu schaffen. Da ist der Bundeskanzler noch hin, hat sich irrsinnig gefreut und war sehr stolz. Nach 2 Jahren der Spatenstich für eine Munitionsfabrik, für einen absoluten No-Brainer, nämlich genau diese Artilleriemunition, die der Ukraine an der Front so schmerzlich fehlt. Warum dauert das in Deutschland 2 Jahre? Das muss mir mal einer erklären. Da hätte ich eine Antwort, aber jetzt ist ja die Zeit aus. Ne? Ja, geschickt. Ich freue mich auf die Antwort im zweiten Teil. Da sprechen wir natürlich auch über die zuletzt häufiger gehörte Aussage, dass Putin Deutschland als Schwachpunkt des Gegners ausgemacht hat und darüber, wie wir, und das ist ja dann auch wieder unser allgemeines Thema heute, wie wir es eigentlich schaffen, dass wir genug Arbeitskräfte finden. Wer zuletzt mal in einem Restaurant war oder sonst wo hat gesehen, es fehlen überall Leute oder wer einen Handwerker oder eine Handwerkerin braucht. Darüber reden wir im zweiten Teil. Jetzt ist aber erstmal Zeit, da brauche ich wirklich gleich einen Riesenapplaus für den Mann, der seit dieser Woche weiß, dass er den renommierten Bayerischen Kabarettpreis 2024 gewinnen wird. Herzlichen Glückwunsch an Florian Schröder. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo. Ja. Toll. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, meine Damen und Herren, vielen Dank für diesen warmen Applaus. Es sind wunderbare Zeiten. Unsere Bundeswehr ist auf der Höhe, wie sie es selten war. Sie wurde abgehört vom Russen und das zeigt, es interessiert sich noch jemand für die Bundeswehr. Und man war völlig überrascht, weil man bei der Bundeswehr sagte, hä, was abgehört? Wir dachten, der Russe steht doch wieder vor der Tür. Wie kann er uns jetzt gleichzeitig abhören? Und es waren 4 Offiziere, die über den Taurus-Marschflugkörper gesprochen haben. Also sie haben über ein Thema geredet, von dem sie keine Ahnung hatten. Und der Russe hat trotzdem zugehört. Es war ihm nicht langweilig. Und es war dieses Gespräch, bei dem ein Teilnehmer in Singapur saß und sich über eine unsichere Verbindung eingeloggt hatte. Und daraufhin kam es, wie unser Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, bei diesem Teilnehmer in Singapur zu einem Datenabfluss. Das ist für mich schon jetzt das Wort des Jahres. Es kam zum Datenabfluss. Schatz, hast du Inkontinenz? Nein, es ist Datenabfluss, Baby. Jawohl, Datenabfluss, da ist der Russe dabei. Ne? Pipi, Kaka, da macht der Russe mit, der hört dazu. Und ich meine, ganz ehrlich, ein Hotel-WLAN als sichere Verbindung einzustufen. Man merkt, unsere Bundeswehr ist noch nicht so lange im Neuland. Das muss dieser Fachkräftemangel in der Heeresleitung sein, meine Damen und Herren, der das möglich macht. So, und jetzt sind also alle schockiert. Der Verteidigungsminister sagte, er wisse nicht von weiteren Fällen. Er habe keine Kenntnis von ähnlichen Fällen bei der Bundeswehr. Das heißt, es gibt mindestens 10 davon und es ist nur eine Frage, wann es rauskommt. So, und jetzt fand ich besonders ironisch, und jetzt, liebe Freunde, sind wir kurz vor dem Verschwörungsmythos, besonders ironisch fand ich, dass dieser kleine Skandal rauskam, genau zu dem Zeitpunkt, als unser Olaf eine Privataudienz beim Papst hatte. Jetzt kann man nur hoffen, dass der Russe nicht auch dieses Beichtgespräch abgehört hat. Sonst weiß die Welt, dass Olaf Scholz sich in der Cum-Ex-Affäre vielleicht doch an alles erinnern kann. Ja. Und man hätte es nicht gedacht, aber den Olaf und den Papst verbindet viel
beide sind Friedenstäubchen geworden in den letzten Tagen. Ja, der Papst hat gesagt, es muss endlich Frieden her in der Ukraine. Das ist das Kerngebiet der katholischen Kirche. Frieden fordern und sich damit indirekt auf die Seite der schlimmsten Extremisten und Verbrecher stellen. Das ist es, was die katholische Kirche schon immer am besten konnte. Danke, bitte. So. Also, der Papst als Friedensengel unterwegs und es ist mir schon klar, dass das der Papst eine gewisse, wie soll man sagen, so eine gewisse Begeisterung für Putin hat. Weil in Russland werden einfach Entscheidungen getroffen. Ja, da werden Ketzer so behandelt, wie es sich gehört. Hashtag Nawalny. Ja, da hat die katholische Kirche ein bisschen nachgelassen in der Konsequenz. Da kann man was lernen von Putin. In Russland werden außerdem schnelle Entscheidungen getroffen. Wenn der Stellvertreter Gottes auf Erden in Russland, Putin, keine Lust mehr hat, da wird nicht gewartet, bis weißer Rauch aufsteigt, Monate, Jahre vergehen. Nein, da kommt einfach der Stellvertreter des Stellvertreters Medvedev, macht weiter. Wenn der keine Lust hat, kommt Putin zurück. Da könnte man sich im Vatikan mal eine Scheibe von abschneiden. Weißt du, das einfach, dass man so ein changierendes System macht. Papst 1, Papst 2, hat der eine keine Lust, kommt der nächste und so weiter. Da könnte man mal ein bisschen dran arbeiten. Aber wenn der Papst sagt, er sei dafür, dass in Russland jetzt mal vielleicht auch jemand gucke, dass man sich aus der Ukraine zurückzieht. Da muss ich sagen, also wirklich, zurückziehen ist nicht die Kompetenz der katholischen Kirche. Ihre Priester ziehen sich ja bis heute nicht aus den Körperöffnungen ihrer Schäfchen zurück. Bitte. Also warum wollen Sie da mitreden? Insofern, der Papst also auf der einen Seite der Friedensbotschafter und dann haben wir gleichzeitig noch die Oberfriedenspfeife Olaf Scholz. Und das ist besonders schön. Der Olaf möchte sich jetzt als Friedenskanzler verdingen. Damit ist der Wahlkampf offiziell eröffnet. Er macht jetzt den Schröder. Gerhard Schröder hat ja damals auch gesagt, Frieden, Frieden, Frieden. Jetzt ist er aber ein großer Unterschied. Schröder hat Scholz zu seiner Linie gratuliert, genau einen Tag, nachdem Wladimir Putin, sein letzter verbliebener großer Freund auf dieser Welt, sich selbst erneut zum Präsidenten gemacht hatte. Und wenn man jetzt von Schröder gelobt wird, ist es schwierig. Zumal Scholz ja eines nicht versteht. Damals bei Schröder ging es um die Unterstellung von Massenvernichtungswaffen in einem Land im Nahen Osten, das als Begründung für Bushs Krieg galt. Heute geht es um die unterstellte Entnazifizierung der Ukraine, was Putin behauptet. Das hat miteinander nichts zu tun. Und ich dachte immer, Olaf Scholz liest doch immer so viele Bücher. Sagt er doch immer, er liest so viele Bücher. Was liest er denn bitte? Pippi Langstrumpf oder die Raupe Nimmersatt, die auf Teufel komm raus für immer Bundeskanzler sein will, weil es um ihn geht oder was? Ich weiß es nicht. Das kann doch nicht die Kompetenz eines Kanzlers sein. Aber dann ging es doch besser. Dann kam Rolf Mützenich. Rolf Mützenich hat gesagt, nein, jetzt müssen wir den Krieg einfrieren. Und da dachte ich, oh, jetzt wird's interessant. Wie läuft das denn genau? Wird der Krieg eingefroren für den Fall, dass Putin mal wieder nach Deutschland kommt, entweder mit Armee oder ohne? Da sagt man dem Willy Brandt, oh, Putin kommt zum Abendessen. Schatz, haben wir noch Krieg? Ja, aber nur eingefroren. Kein Problem, ich tau ihn auf. Nein, falsch, warte. Saskia Essen sagt, warte, ich schau, wo er ist. Ich tau ihn schnell auf, den Rest vom Krieg. Und dann haben wir ihn wieder da. So sieht man Frieden in der SPD. Und das Problem ist ja folgendes. Natürlich ist es schön, für Frieden zu sein. Aber dass sich Olaf Scholz und Papst Franziskus gemeinsam herablassen auf das Niveau der nützlichen Oberidiotin Putins, Sarah Wagenknecht, dieser gottlosen Frau, das enttäuscht mich sowohl von Seiten des Papstes als auch von der des Bundeskanzlers, muss ich sagen. So. Und jetzt mal ein ernsthaftes Wort zu diesen ganzen Friedenstauben, die letztlich nur taub sind für Frieden. Natürlich wäre ein Frieden in der Ukraine schön. Aber was würde es denn bedeuten, wenn es so laufen würde, wie es sich unsere Freunde von der Friedensfront wünschen, nämlich dass endlich mal verhandelt würde? Wenn jetzt in diesem Zustand verhandelt würde, dann würde das die Kapitulation der Ukraine bedeuten. Denn wieso soll ein Land an Verhandlungen teilnehmen, das letztlich alles aufgeben soll, was es hat? Die Ukraine jetzt zu Verhandlungen zu zwingen oder sie davon zu überzeugen, dass es richtig sei, zu verhandeln, wäre so wie von Klaus Weselski zu fordern, dass er sich für die Boni der Bahnvorstände einsetzen soll. Es bringt gar nichts. Friedensverhandlungen haben historisch immer dann funktioniert, wenn die beiden daran beteiligten Parteien das Gefühl hatten, dass sie die Chance haben, als Sieger
aus den Friedensverhandlungen rauszugehen, sodass jeder seinen Anteil bekommt. Das wäre im Moment nicht der Fall. Was würde also passieren, wenn der von unseren Pazifisten herbeigesehnte Friede endlich käme? Es käme zu Friedensverhandlungen, zu einem Friedensvertrag, der nicht haltbar wäre, weil Putin sagen würde, guck mal, der dekadente Westen, den ich seit Jahren verachtet habe, der macht, was ich will, wenn ich nur lange genug drauf bestehe. Das heißt, früher oder später würde Putin in der Ukraine weitermachen, der Friedensvertrag hätte keinen Bestand oder er würde einen NATO-Staat angreifen. Und die Ukraine würde, weil sie sich auf die Verhandlungen und den Friedensvertrag eingelassen hat, so hohe Sicherheitsgarantien fordern, dass dann, wenn es weiterginge und Putin weitermachen würde, was er wahrscheinlich würde, der Westen so hohe Sicherheitsgarantien bezahlen müsste, dass der Westen, die NATO, dann Kriegspartei wäre. Da sehen wir also, die Friedenspfeifen von heute sind die größten Kriegstreiber, die wir uns vorstellen können. Aber ich weiß, die Zeiten sind so schwer und man hat häufig so harte Themen. Ich würde gerne auch vielleicht noch ein bisschen was Positives erwähnen heute, wenn ich darf. Ich bin zwischendurch total glücklich und das möchte ich wirklich aus tiefster Überzeugung sagen. Es ist gerade gesagt worden, ich freue mich sehr. Ich bekomme den Bayerischen Kabarettpreis 2024 und das wird an dem Tag bekannt gegeben. An dem bekannt gegeben wird, dass in Bayern jetzt das Gendern in Schulen und Behörden verboten ist. Und da sage ich, Freunde, geiler kann es nicht sein. Wirklich. Das ist wirklich. Das sind für mich gute Nachrichten. Ja, wirklich, da kann Putin einpacken. Trump kann wiederkommen, solange wir das Gendern in Bayern verboten haben, ist Deutschland in Sicherheit, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist wirklich so. Der Magus hat gesagt, das Gendern, das verbiet mir jetzt. Und das ist eine ganz typische Wolte der in Bayern regierenden Verbotspartei, die Grünen. Ach nein, warte, scheiße, nee. Das war ja die andere Partei. Wie heißen die regieren? Die andere Verbotspartei? Genau, CSU. Das ist die Partei, die sonst immer so freiheitlich tut und immer sagt, die Grünen, die verbieten uns alles. Die Grünen, die verbieten uns das Fleischessen. Die verbieten uns das Autofahren. Die verbieten uns das Bupsen. Die verbieten uns alles. Bupsen, das muss man für Berlin übersetzen. Bupsen, das heißt Pupsen, das ist fränkisch Bupsen, die können das nicht anders aussprechen. Und, also auf jeden Fall sagt Söder, die Grünen verbieten uns alles und jetzt verbietet er das Gender. Und das ist so ein schöner Sieg des alten weißen Mannes. Jawohl, die binären Grenzen gelten noch. Jawohl, das Gendern, das machen wir nicht mit. Das lassen wir uns nicht nehmen. Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Gut, es gibt Böse, das machen wir nicht mit. Das machen wir nicht mit. Jawohl, da sieht das der alte weiße Mann. Er zuckt noch einmal. Er zuckt noch mal. Der alte weiße Mann, ich mit dem alten weißen Mann meine ich nicht zwangsläufig einen biologisch alten weißen Mann. Es ist eine Lebenshaltung. Man kann auch ein alter weißer Mann sein, aber sagen wir mal, und jetzt wird es richtig kompliziert, rein von der Geschlechtsidentität her eine Frau sein. Also, ne, also eine alte weiße Frau, die sich benimmt wie ein alter weißer Mann, ist zum Beispiel Alice Schwarzer, eine sehr alte weiße Frau. Ja, die zum Beispiel, ne, und die identifiziert sich, glaube ich, als Frau, wenn ich es richtig weiß, würde es aber nicht so sagen, dass sie das tut, weil es ist zu nah am Gender. Und es gibt auch zum Beispiel junge weiße Männer, die auch agieren wie alte. Philipp Amthor zum Beispiel ist ein alter weißer Mann. Gefangen im Körper eines jungen weißen Mannes, und aber der Anzug ist schon wieder alt, also alles alte weiße Männer. So eine alte weiße Männer erkennt man dann eben daran, dass sie sagen, ich gender nicht. Nein, ist ja gut, musst du ja auch gar nicht, mach ich auch nicht. Musst du auch nicht, doch muss ich, nein, musst du nicht, ich lass mich auch nicht operieren. Du sollst dich auch nicht operieren lassen, doch, nein. Hat der Robert Habeck gesagt, hat der Robert Habeck nicht gesagt, ich kann ihn trotzdem nicht leiden, ja. Aber du musst dich nicht operieren lassen, doch, alle müssen dich operieren lassen, nein. Niemand muss sich operieren lassen. Alle müssen trans sein. Das stimmt nicht. Niemand muss trans sein. Alle müssen trans werden. Nein, es sollen nur die trans sind, die gleichen Rechte haben wie du. Das will ich aber nicht. Warum willst du das nicht? Weil das meine Rechte sind. Das bleiben deine Rechte. Denn da haben die ja die Rechte. Nein, du hast die Rechte weiterhin. Na, die haben dann die. Ihr habt sie alle. Das geht doch gar nicht. Ich lasse mich nicht operieren. Dankeschön. Florian Schröder beim Radio 1 Kommentatoren-Talk. Ich habe es erwähnt, du bekommst den Bayerischen Kabarettpreis 2024, den Hauptpreis, muss man dazu sagen. Und vielleicht fast ernsthaft gefragt, was bedeutet dir so ein Preis?
Ich freue mich vor allem darauf, dass ich da hingehe und zum ersten Mal eine Nummer komplett durchgendern werde, was ich noch nie gemacht habe. Noch nie. Das dürft ihr da nicht erzählen, sonst laden die mich wieder aus. Dann, keine Ahnung, dann bekommt der Aiwanger den Preis. Geht ja schnell. Ich habe mir das gestern mal angeguckt. Vor dir haben diesen Bayerischen Kabarettpreis unter anderem gewonnen Dieter Nuhr, Matthias Riechling, Christian Ehring, Caroline Kebekus und Till Reiners. In welchen, wessen Fußstapfen möchtest du treten? In alle auf einmal. Ja, das, aber sind mir alle zu groß. Ich bin ein bescheidener Typ und freue mich, dass ich bin 44 und kriege einen Hauptpreis. In meinem Genre, Kabarettisten sind normalerweise so alt, dass man da frühestens mal den Nachwuchspreis bekommt. Aber ich bin halt frühreif. Am 11., 12. und 13. April trittst du in den Wühlmäusen auf. Kommt dann eigentlich der Hausherr Dieter Haller von vorbei und sagt Hallo? Also, oder nicht? Ja, der kommt regelmäßig. Ich probe ja immer sehr lange in den Wühlmäusen unten in der Garderobe. Da kommt er rein und sagt, Ruhe, ich muss hier mich konzentrieren. Und dann geht er wieder. Und das war's eigentlich. Ja, wirklich, ja? Nein, natürlich nicht. Nein, der wohnt, der Hallervorden wohnt unten im Keller unter der Bühne der Wühlmäuse. Also der hört immer alle Programme. Und wenn man einen Witz macht, der ihm nicht gefällt, dann klopft er mal so von unten wie so ein Nachbar, dem es nicht passt. Wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie die Mohrenstraße umbenennen will oder so, dann bam, gibt es von unten Druck. Schön, dass du mir die zweite Frage dann wenigstens ernsthaft beantwortet hast. Dankeschön. Ja. Vielen Dank an den Gewinner des Bayerischen Kabarettpreises 2024. Vielen Dank, Florian Schröder. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Und jetzt freue ich mich wieder auf Iris Seyram aus dem ARD Hauptstadtstudio, auf Ulrike Herrmann von der TAZ, auf Nikolaus Blome von RTL NTV, auf Markus Feldenkirchen vom Spiegel und auf Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Vielen Dank. Und jetzt sind hier alle so aufgeheitert. Ich wollte aber dann doch noch über ein sehr ernsthaftes Thema sprechen. Am Freitag gab es einen Terroranschlag auf ein Konzert in Moskau. Mehr als 130 Menschen sind gestorben. Der sogenannte Islamische Staat hat sich zur Tat bekannt. Die USA hatten russische Behörden kürzlich vor einem Terroranschlag gewarnt. Ich zitiere, auf große Versammlungen einschließlich Konzerte. Putin hat vor ein paar Tagen darauf reagiert und gesagt, dass die jüngsten provokativen Äußerungen einer Reihe offizieller westlicher Strukturen über die Möglichkeiten von Terroranschlägen in Russland darauf abzielten, der russischen Gesellschaft zu schaden. Zitat Ende. Etwas flapsig könnte ich jetzt sagen, Putin steht gerade wie ein Trottel da. Was bedeutet der Anschlag für Putins Ansehen oder wird es sogar ein möglicher Gewinn sein, weil er Spuren in der Ukraine sieht? Iris Seyram vielleicht zuerst. Naja, es ist ja häufig so, dass wenn man von außen angegriffen wird, dass es dann erstmal so eine innere Solidarisierung gibt. Also dass man dann eher dann doch nochmal zusammenrückt. Also es könnte tatsächlich eigentlich genau eben das Gegenteil eintreten, dass dieser Anschlag eben keine Schwächung seiner Position irgendwie verursacht, sondern eher eine Stärkung. Sondern so, jetzt müssen wir aber uns hier irgendwie hinter unsere Führung stellen. Sie hat sich ja wirklich gnadenlos blamiert, aber das merkt halt keiner in Russland, oder ist das der Punkt? Also die Warnung der westlichen Geheimdienste, die finden ja keine Verbreitung in der russischen Bevölkerung. Aber er hat ja darauf reagiert vor ein paar Tagen und hat gesagt, wenn die Amis gewarnt hätten, dann wäre es vielleicht umgekehrt auch so gewesen. Also einmal nur so Perspektivwechsel. Wenn so ein russischer Offizier im Pentagon anruft und sagt, ey Jungs, bei euch ist irgendwie was. Ja, mich wundert ehrlich gesagt, wie überhaupt dieser Informationskanal ist. Also mich hat es überrascht, dass es überhaupt einen Kommunikationsweg zwischen den Geheimdienstbehörden der US-Seite und Russland gibt. Also das fand ich eher sehr überraschend. Markus Feldenkirchen, zu dem Punkt, wenn Putin sich nicht vor 4 Tagen hingesetzt hätte und seinem Volk gesagt hätte, es gibt da Warnungen aus dem Westen, die wollen uns aber nur provozieren und uns schaden, dann würde ich Ihnen recht geben, dass das keiner mitkriegt. Aber so hat es ja die russische Bevölkerung mitbekommen. Okay, also wenn alle den russischen Präsidenten dort brav abends konsumieren, dann haben sie wahrscheinlich einen Punkt. Ich fürchte, dass da viele auch in die innere Immigration gegangen sind und das nicht mitbekommen, sondern jetzt quasi die große Propaganda nach dem fürchterlichen Anschlag konsumieren. Und es gibt ja Berichte von Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort sind, die sagen, also die Reaktion, die war so prompt und so professionell, als sei man quasi tatsächlich doch darauf vorbereitet gewesen, falls es zu diesem Massaker kommt, zumindest
als Staat, als Regime den optimalen Nutzen draus zu ziehen. Und was ich ganz bedenklich finde, ist natürlich dieser Versuch, okay, da gibt es zwar den IS, der schreit, wir waren's, jetzt glaubt uns da endlich, wir waren's, aber Putin zumindest parallel versucht, eine Fährte in die Ukraine zu legen, um auch das natürlich zu instrumentalisieren. Wir wissen nicht, ob vielleicht auch was dran ist, deshalb können wir jetzt hier nur rumspekulieren, aber das ist das, was jetzt bei der Bevölkerung ankommt. Irgendwie steckt die Ukraine dahinter. Selbst wenn es der IS war, hat vielleicht die Ukraine es ihm möglich gemacht, rein und wieder rauszukommen. Also ich glaube, dass dieses Massaker, dieser Anschlag noch gefährlicher werden kann, als er für die 130 Opfer und vielen Verletzten schon war. Und Nicolas Bohme, wie sehen Sie das? Weil wenn ich denke, als wir hier auf den Weihnachtsmarkt diesen Anschlag hatten, wenn man da die Zahl der Toten vergleicht, dann kann man vielleicht ungefähr einordnen, was das gerade für Moskau bedeutet, wenn da mehr als 130 Menschen ums Leben kommen. Welche Folgen sehen Sie darin? Also ich finde, es ist schwer abzuschätzen, wenn man überhaupt, also von hier aus geguckt zumindest, gar kein Gefühl mehr dafür hat, was die russische Gesellschaft eigentlich ist oder noch ist. Also glauben die alle der staatlichen Propaganda, die nun ja wirklich außerordentlich professionell inzwischen ist und ja keinerlei Raum mehr für eine andere Meinung beziehungsweise eine andere, vielleicht nüchterne oder neutrale Analyse lässt. Klar ist aber, wenn wir manchmal ja Wladimir Putin mit einem Mafia-Boss vergleichen, dann ist er ein schlechter Mafia-Boss, weil er seine eigenen Leute nicht schützen kann vor dem Konkurrenzclan, wenn man das mal für die IS jetzt so sagen darf. Insofern ist das ein Moment der Schwäche, ja. Und vor allen Dingen ein Moment, wo plötzlich der Krieg oder eben Terror in die Hauptstadt kommt, die ja sonst von allem ferngehalten wird. Also es wird so gut wie niemand aus der Hauptstadt rekrutiert für den Krieg an der ukrainischen Front. Und aus Petersburg ist es ähnlich. Und das Leben, sagen zumindest Korrespondenten, die da sind, das private, zivile Leben in Moskau ist fast unverändert. Die Läden sind voll, alles ist gut, so scheint es zumindest. Und das ist natürlich jetzt echt so ein Kontrapunkt, der vielleicht auch die Stimmung dann anfängt zu verändern bei den normalen Leuten, die eben auf solche Konzerte gehen und sonst mit dem Krieg gar nichts zu tun hatten. Mhm. Ulrike Herrmann dazu. Ja, also es ist wahrscheinlich also schon sehr eindeutig, dass der IS war. Aber es kann natürlich sein, obwohl ich das nicht glaube, dass die Ukraine das irgendwie in Auftrag gegeben hat, es war der IS. Aber was jetzt Putin versuchen könnte, ist, diesen Anschlag zu nutzen, um sein drängendstes Problem in der Ukraine zu lösen. Nämlich da herrscht ja auch auf russischer Seite ein starker Mangel an Soldaten. Er müsste eigentlich in Russland mobilisieren, um neue Soldaten zu gewinnen. Das hat er bisher nicht gemacht, aus Angst davor, dass das extrem unpopulär ist. Und er könnte natürlich jetzt versuchen, diesen Terroranschlag zu nutzen, mit all der Propaganda, ja, war die Ukraine und sonst was, um eben so eine Mobilisierungs- oder eine Teilmobilisierung in Russland durchzusetzen. Ja, aber ich glauben wir wirklich, dass das reichen würde, selbst in der russischen Gesellschaft zu sagen, also hier gab es einen Terroranschlag und es war die Ukraine, wäre dann ja die Erzählung. Und deshalb ziehe ich jetzt landesweit die Leute zu Hunderttausenden, die jungen Leute ein. Ich glaube, das würde nicht reichen als Argument. Viel, also gefährlicher für Putin wäre doch, wenn sich diese Anschläge jetzt wiederholen. Also wenn sich zeigt, dass er offenkundig, also ganz objektiv, seine innere Sicherheit, zumindest was diese Art von Terror angeht, vernachlässigt hat, meinetwegen auch wegen des Ukraine-Kriegs, und jetzt anfängt, die Bevölkerung der Großstädte in Angst leben zu müssen, weil es einen Anschlag nach dem anderen gibt. Mhm. Plus diese Milizen, die ja im Grenzgebiet auch noch unterwegs sind. Ne? Also russische, aber pro-ukrainische Freischärler, die da auch so, also schon auffällig, dass das alles innerhalb einer Woche so passiert, aber pff. Und in der Woche auch das erste Mal von Krieg geredet worden und nicht mehr von militärischer Spezialoperation. Hajo Schumacher, ich habe letztens eine Aussage vom Politikwissenschaftler Herfried Münkler gehört. Da sagte er, Putin hat Deutschland als den Schwachpunkt des Gegners ausgemacht, weil sie so leicht einzuschüchtern sind. Erstens, stimmt das? Und falls ja, warum sind wir so? Ich glaube, das stimmt, weil das habe ich jedenfalls aus diplomatischen Kreisen gehört. Wann immer jemand in Moskau sagt Atom, und er muss gar nicht weitersprechen, muss nur Atom sagen, dann macht insbesondere Deutschland so kollektiv und erschrickt. In Polen sieht man das entspannter, im Baltikum auch, weil da kennt man das schon. Wir haben aber ja diese Bereitschaft, uns immer wieder aufs Neue zu ängstigen.
Und deswegen passiert da ja auch nicht so rasend viel. Ich glaube, es war hier, als ich mal den unverschämten Gedanken in die Runde geworfen habe, was ist eigentlich, wenn Donald Trump tatsächlich dieses ganze NATO-Dings da für überflüssig hält und braucht Europa dann eigentlich eigene Atombomben über die hinaus, die es schon gibt, wenn es keine amerikanischen mehr gibt. Weil dieses kalte Kriegprinzip, wir richten unsere Vernichtungswaffen aufeinander und solange die sich so gegenüberstehen, passiert halt nichts. Ist zwar eine bekloppte Logik, aber sie hat lange funktioniert. Naja, aber schon bekannt, wie viele Sprengköpfe USA und Russland haben und wie viele in Europa, bei denen die welche haben. Also ja, das heißt, da müsste man, also würde ja nicht nur eine, ne? Das sollten ist, wir erst mit der Artilleriemunition anfangen, erstmal, um da mal so ein bisschen aber auch in Tritt zu kommen. Ich würde gerne noch bei dem Punkt bleiben, mit dem, dass wir so leicht einzuschüchtern sind. Vor ein paar Wochen noch hätte kaum jemand in Deutschland, behaupte ich einfach mal, gewusst, was sich hinter der Waffenbezeichnung Taurus verbirgt. Jetzt haben fast alle eine Meinung, ob Taurus an die Ukraine geliefert werden sollte oder nicht. 61% der Deutschen sind laut ARD Deutschland-Trend gegen die Lieferung. Warum das eigentlich? Weil Scholz behauptet, dass Putin das als Eintritt in den Krieg sehen würde? Oder warum? Ich glaube, das ist, also es gibt ganz viele unterschiedliche Motive, aber das ist das, wohinter sich die meisten, die Sorge haben und die nicht für die Lieferung versammeln. Das glaube ich schon. Ich glaube, dass auch, Olaf Scholz insofern da von Anfang an ungewollt, sicherlich, aber de facto schon ein guter Sparringspartner für Wladimir Putin war, weil er immer, wenn die Drohung kam, andere haben gesagt, jetzt lass uns doch nicht wieder einschüchtern. Und er dann so gesagt hat, also zu meiner besonnenen Haltung gehört, alles mitzudenken. Und damit natürlich die Drohung schon wieder so ein Müh effektiver wurde. So. Und das ist jedes Waffensystem in den letzten 2 Jahren quasi wurde unter diesem Prämisse durchdekliniert. Ist das die rote Linie, die vielleicht Wladimir Putin zu irrationalerem Verhalten bewegen könnte, zur Eskalation, wo wir dann für nichts mehr garantieren können? Diese 3 Nachsätze, die schwingen ja immer so mit und wo dann der Bundeskanzler sagt, also ein besonnener Bundeskanzler denkt diese 3 Nachsätze mit und sagt dann, entweder nein oder vorerst nein. Also es gab ja auch in der Panzerdebatte schon mal Äußerungen von Olaf Scholz, wo er dann am Ende doch. Aber es ist ein stetiges Ringen. Ja, aber dieses Doch war ja... Iris Sachram und dann Ulrike Herrmann. Ja. Dieses Doch war ja eigentlich immer zu gucken, wie stellen sich die anderen auf und vor allen Dingen, wie stellt sich die USA auf. Also man ist ja eigentlich immer im Windschatten von Bidens Entscheidungen da geflogen. Deswegen finde ich es auch manchmal so ein bisschen auch zu leicht gesagt, so ja, der ist zögerlich gewesen. Nein, der hat einfach immer ganz genau geguckt, wie verhält sich die USA und ab wann ist dann für mich der Zeitpunkt, dann umzusteuern. Und SPD-Wähler im Saal. Naja. Nein, Iris Seyram hat Familie dabei. Nein, heute ausnahmsweise heute nicht. Obwohl, ihr seid alle für mich Familie. Ja. Aber Ulrike Herrmann wollte. Hey. Ulrike Herrmann wollte was dazu sagen. Ja, ich meinen Punkt vergessen. Also ich muss zugeben, ich bin dafür, die Taurus-Raketen zu liefern, um das schon mal deutlich zu sagen. Aber genau, hier sind auch 2, genau. Ja. Aber stimmt ist, sie werden im Augenblick nicht kriegsentscheidend. Das Hauptproblem, sieht ja jeder, ist der Mangel an Munition, das hat Markus Feldenkirchen ja schon erzählt, und genauso dramatisch der Mangel an Luftabwehrraketen. Also jetzt wird ja die ganze Stromversorgung der Ukraine bombardiert und es fehlen die Patriot-Raketen aus den USA. Und bevor man da weiter über Taurus nachdenkt, müsste man eigentlich sich erstmal fragen, wie das mit der Munition und mit den Luftabwehrraketen weitergehen soll. Und da komme ich jetzt zu dem Thema, das wir vor der Pause hatten, nämlich die Frage, warum dauert das 2 Jahre, bis man eine Munitionsfabrik mit Spatenstich des Bundeskanzlers in Unterlüß eröffnet? Schuldenbremse. Also wie gesagt, nicht eröffnet, sondern nach 2 Jahren Ausnahmsweise nicht die Schuldenbremse, sondern da haben wir es ja mit
einem anderen Problem zu tun, das aber jetzt auch auf Dauer existieren wird. Es ist ja völlig klar, dass eine Munitionsfabrik nur Sinn hat, wenn man Munition braucht. Munition braucht man aber nur im Krieg. Im Frieden kann man dann natürlich noch ein paar Munitionsreserven anlegen und da die Lagerhallen füllen. Aber, irgendwann ist so eine Munitionsfabrik eigentlich sinnlos, jedenfalls wenn man Frieden hat. Worauf ich hinaus will, ist, und das muss einem ganz klar sein, in dem Moment, wo man Rüstungsbetriebe haben will, als Teil seiner Verteidigungsmöglichkeiten, bleibt nichts anderes übrig, als dass der Staat da einsteigt und Investitionszusagen macht und Abnahmegarantien gibt und so weiter. Und das hat in Deutschland sehr lange gedauert, bis dieser Groschen gefallen ist, dass das sich für immer geändert hat, dass man jetzt tatsächlich wieder anfängt, Munitions- und sonstige Waffenarsenale sich zuzulegen, egal ob Frieden oder Krieg herrscht, einfach damit man diese Fabriken hat. Und auf diese Idee hätte man aber nicht nach einem halben Jahr kommen können. Doch, man ist darauf, glaube ich, ziemlich schnell gekommen, aber die Hoffnung war, glaube ich, dass irgendwie dieser Krieg schneller vorbeigeht, damit man nicht Strukturen schaffen muss, die man dann für 30 Jahre hat. Nicht? Diese Munitionsfabrik wird nicht wieder weggehen. So, und da wird auch immer der und die werden auch nur gebaut, solche Munitionsfabriken, wenn der Absatz klar ist. Auch nicht nur jetzt, sondern auch in 5, in 10 Jahren. So, und damit werden wir künftig leben müssen. So, und ja, guter Punkt. Ja. Nikolaus Blome, wie schmerzhaft ist das, wenn Polemik mit Fakten unterlegt wird? Also, sagen wir mal so, das unterstellt ja, eine Armee, solange es keinen Krieg gibt, ist eine Armee ohne Munition auch okay. So, es gibt ja einen Zwischenschritt zwischen ohne Munition oder man baut eine neue Munitionsfabrik. Naja, also wie gesagt, die Bundeswehr hatte so gut wie keine Munition mehr, weil, ich glaube, es war auch ein CSU, mein Gott, Minister damals sagte, wir sparen ganz viel Geld bei der Bundeswehr, wir stellen einfach keine Munition mehr. Wir haben ja noch ganz viel und man hatte auch noch ganz viel. Nur um es fürs Protokoll, Karl Theodor zu Guttenberg. Genau. Ja. Wir bestellen keine Munition. Ein weiterer Verteidigungsminister, CDU, glaube ich, Thomas de Maizière, sagt dann, 70% der Ausstattung langt auch. Also statt 10 Räder am Panzer halt 7, das ist dann auch okay. Und ob der fährt oder nicht, ist ja egal, zu 70%, das klingt ja fast wie voll, also lass mal, ist schon so in Ordnung. Und so sind halt die Kollegen, die dann noch zur Bundeswehr gingen, ob nun wegen der tollen Qualität des Arbeitgebers oder aus anderen Gründen, durch die Heide marschiert und haben Piff und Puff gerufen, wenn sie geschossen haben. So, den Zustand kann man prolongieren. Es darf halt nur kein Krieg dazwischen kommen. Ja? Oder auch nur keine Drohung mit Krieg. Das sollte halt nicht passieren. So, und warum man dann 2 Jahre braucht, zu sagen, oh ja, die Lage hat sich geändert. Also, das war jetzt sehr eine Erklärung von Frau Herrmann. Ja. Aber nur, wenn ich noch einen Satz sagen darf, von wegen, warum glaubt Wladimir Putin in uns, Deutschland, das schwache Glied in der Kette zu erkennen, weiß ich gar nicht, ob es daran hängt, dass wir alle so leicht ins Boxhorn zu jagen sind, beziehungsweise so feige sein oder ängstlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass halt in weiten Teilen dieses Landes, oder in Ostdeutschland mal zumal, auf die Frage, wem vertrauen Sie mehr, dem US-Präsidenten oder dem Kreml-Chef? Die Antwort lautet dem Kreml-Chef. Und das war schon immer so. Es gibt einen großen, latenten Anti-Amerikanismus in Deutschland und der hilft Wladimir Putin natürlich auch. Das finde ich zu simpel. Also das finde ich wirklich Piff, zu puff. Simpel. Ja. Piff, puff. Es ist ja jetzt nicht so, dass die Leute im Osten irgendwie, und das höre ich jetzt aus Ihrer Antwort so ein bisschen raus, dass das alles so Putin-Fans sind. Also das finde ich jetzt ehrlich zumindest gesagt... Zumindest Washington-Skeptiker. Also naja, alle habe ich also nicht es gesagt, gab ja in der, Partei, also es gibt ja durchaus ein paar historische Ereignisse in den letzten 20 Jahren. Da könnte man durchaus auch mal in Frage stellen, ob sich die USA immer so völkerrechtsgemäß und konform verhalten haben. Ja, ja. Worauf ich hinaus wollte, war, es gibt also in Teilen vielleicht auch Berechtigte, in Teilen vielleicht nicht so, sondern einfach nur sehr lang tradierte Kritik an Amerika als solchem. Vielleicht sowohl als auch, ja, als man beide ich, nicht irgendwie als die Heilsbringer also sieht. Also beides konnotiert in Ostdeutschland mindestens mal, in Westdeutschland auch, aber in Ostdeutschland ein bisschen virulenter, wie mir scheint, einer gewissen Neigung zu Russland oder meinetwegen sogar zu Wladimir Putin, ausweislich der Wahlergebnisse und Umfrageergebnisse einer Partei, die Wladimir Putin klasse findet. Namens AfD, ist halt so. Ja, letzter Punkt dazu, Ihre Seiran, weil dann würde ich gerne, wenn noch... Ja, ich würde da auch noch mal widersprechen. Also ich finde das wirklich zu simpel zu sagen, dass die das AfD oder jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht, dass die Putin super finden. Obwohl bei der AfD, okay,
fair enough, fair point. Da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der da wirklich mehr. Ja, und die haben die Wahlbeobachter geschickt. Ja, ja, okay. Punkt geschenkt. Aber ich finde nicht, dass man allgemein bei allen, die jetzt gerade ihr Kreuzchen eher bei der AfD oder beim Bündnis Sarah Wagenknecht machen würden, unterstellen kann, oh, ich finde den Putin so klasse. Das finde ich zu simpel. Jo, dann sind zu dem Punkt die Meinungen ausgetauscht. Ich möchte verrückterweise nochmal zu unserem heutigen Hauptthema zurückkommen. Wie kommen wir zurück in die Zukunft? Uns fehlen fast überall Arbeitskräfte. Ich nenne mal zwei Beispiele, die mir in dieser Woche begegnet sind. Ich war in meinem Lieblings-Asia-Restaurant. Der Chef, der aus Hongkong kommt, sagte mir, dass er ab sofort 2 Ruhetage in der Woche machen müsse, weil er kein Personal habe, und sagte dazu, hier vor der Tür hängen so viele Menschen aller Altersklassen schon am Mittag rum und arbeiten nicht. Er könne das nicht verstehen. Das war seine Aussage. Das andere ist der Pächter des Strandbads Lübars, der sagt, dass er 20 Mitarbeiter suche. Er zahle deutlich über Mindestlohn, dass die Gäste Trinkgeld geben und er keine Fachkräfte suche, sondern vor allem Servicepersonal. Er bekomme wöchentlich auf seine Jobausschreibung Nachrichten, in denen stehen würde, arbeite gerne bei Ihnen, aber nur schwarz. So, solche Geschichten kennt fast jeder. Was ist der Ausweg? Fangen wir an mit Ulrike Herrmann. Ja, also ich glaube, dass wahrscheinlich noch mehr gezahlt werden muss, gerade in den unteren Lohngruppen. Und ansonsten ist es natürlich einfach so, dass wir jetzt in der Phase sind, wo die Babyboomer in Rente gehen und nur sehr wenig Jugendliche nachwachsen. So. Und dann diese Lücke. Erklärt das Strandbad jetzt nicht. Ja, nein, aber das, ja, dass die Leute schwarz arbeiten wollen, ist ja... Wahrscheinlich hat, dass sie das so schreiben, hat wohl weniger mit Fachkräftemangel zu tun, sondern mehr damit, dass das vielleicht auch früher in der Gastronomie durchaus üblich war, ja, dass da auch Muster sich tradieren. Aber wenn man sich jetzt fragt, 20 Leute fehlen, wo sollen die herkommen? Schwarzarbeit hin, Schwarzarbeit her, dann kann man nur feststellen, dass diese Lücke zwischen Stellen, offenen Stellen und Leuten, die überhaupt besetzen können, die wird sich immer weiter erweitern. Da gibt es ja auch Studien zu, die sagen, 2050 werden ungefähr 7 Millionen Erwerbsfähige fehlen im Vergleich zu heute, einfach weil die Babyboomer eben in Rente gehen und weniger Junge nachwachsen. Und bei dieser Zahl mit 7 Millionen ist technischer Fortschritt schon drin, also dass die Produktivität steigt, dass man mehr mit Maschinen macht, und es ist auch schon drin, dass es eine gewisse Zuwanderung gibt. Also das heißt, ich glaube, dass man als Gesellschaft sich ganz grundsätzlich fragen muss, welche Tätigkeiten man noch haben will und welche nicht. Und eine Möglichkeit ist tatsächlich Bürokratieabbau. Darf ich auch mal eine Frage stellen? Ja, nee, ich würde gerne, ehrlich gerne erstmal bei der Bürokratieabbau, das kannst du hier auf jeder Tippi-Veranstaltung immer spielen, stimmt immer. Ja, mit Bürokratieabbau, ja, egal zu welchem Thema, ist man immer auf der sicheren Seite, funktioniert nur nie. Ulrike, du als Ökonomin, erklär mir doch mal, warum in anderen europäischen Ländern von den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern 40% in Arbeit sind und in Deutschland 20%. Das ist eine Frage an mich, ja? Ich verstehe es nicht. Ja, das wird ja auch in Deutschland inzwischen rauf und runter diskutiert. Und es gibt eben. Und es gibt zwei Ansätze, die man verfolgen kann. Der eine Ansatz ist zu sagen, wenn die Leute kommen, die werden jetzt einfach in Arbeit vermittelt, egal ob sie Deutsch können oder nicht. Und natürlich gibt es gewisse Arbeiten, die man auch ohne Deutsch verrichten kann. Oder aber man sagt, nee, die sollen erstmal Deutsch lernen und werden dann integriert. Was unser Ansatz der was unser Ansatz ist. Und dazu gibt es auch Forschungsprojekte, was jetzt eigentlich effizienter ist. Und dann kommt eben raus, dass auf die lange Sicht es besser ist, wenn die Leute erstmal Deutsch lernen, weil sie dann nämlich angemessen zu ihrer Qualifikation auch eingesetzt werden können. Und am Ende ist die Produktivität auch für die Gesamtgesellschaft höher, weil man erstmal in diese Deutschkurse investiert. Okay. Jetzt gibt es nur noch vielleicht ein einziges Problem, das müsste ich aber jetzt erstmal recherchieren, weiß ich nicht genau. Aber jetzt man braucht natürlich, nicht auf der Bühne, ja. Nee. Man braucht natürlich genug Deutschkurse. Nicht? Daran könnte es mangeln, aber ansonsten ist dieser Ansatz erstmal ausbilden durchaus richtig. Ulrike Herrmann hat einen kurzen Halbsatz gesagt, dazu würde ich gerne Iris Seyram holen und dann gerne auch Nikolaus Blome. Ja, dass da Leute schwarz arbeiten wollen, das ist halt so. Also, wir können wir können einerseits sagen, wir haben zu wenig Arbeitskräfte, aber dieser Mensch hier von dem Strandbad Lübars, da melden sich Leute und sagen, ich könnte ja arbeiten, aber ich will nur schwarz. Dagegen muss man doch irgendwas machen können. Ja, und genau das ist genau eben die spannende Frage. Und
Also als, ich sage jetzt was Unpopuläres, weil ich doch finde, dass ein Stück weit die, die Reform des Bürgergeldes nicht unbedingt zur Problemlösung beigetragen hat. Ich formuliere es mal etwas milde. Das natürlich hat es die Problematik der Schwarzarbeit auch schon davor gegeben. Aber ich sag mal so, ich finde, das wird teilweise immer so ein bisschen so holzhackermäßig argumentiert. Es gibt immer den sehr notbedürftigen Bürgergeldempfänger, der in unserer Vorstellung da sitzt und jeden Tag 100 Bewerbungen schreibt. Und auf der anderen Seite gibt es den ganz, ganz fiesen, der nur das System ausnehmen will. Man hat irgendwie so eine Schwarz-Weiß-Erzählung. Man vergisst eben völlig, dass es eben ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich ein Stück weit auch eingerichtet haben. Und das ist gar nicht so, weil das ein schlechter Mensch ist oder ne, weil er irgendwie besonders umtriebig ist, sondern einfach, weil man immer irgendwie versucht, halt natürlich das Beste für sich rauszunehmen. Und wenn eben das so einfach gemacht wird, dass man neben dem Transferleistungsbezug, sei es Wurst, wie man es nennt, ob es Hartz IV, Sozialhilfe oder jetzt eben Bürgergeld, wenn das Schwarzarbeiten daneben eben so einfach gemacht wird, dann wird das auch weiterhin bestehen. Und ich war doch ein bisschen erstaunt, dass man bei der Bürgergeldreform das kein bisschen mitgedacht hat. Also ich habe das dann mal durchgeguckt und mal schnell geguckt, okay, was machen Sie jetzt? Also gehen Sie jetzt dieses bekannte Kombimodell irgendwie in irgendeiner Weise an? Ich habe kein einziges Statement dazu gefunden. Und ich glaube, das Wort Schwarzarbeit tauchte in diesem Entwurf von vor einem Jahr, tauchte da noch nicht einmal auf. Also ich finde, ein Stück weit lebt auch Berlin da echt in so einer Parallelwelt, dass sie überhaupt gar nicht verstehen, was da los ist. Und es wird einfach immer nur gesagt, ja, wir müssen die Leute wieder ans Arbeiten kriegen. Nee, sie arbeiten ja. Ihr müsst sie ins legale Arbeiten kriegen. Das ist eigentlich die Herausforderung. Nikolaus Blome und dann Markus Heldenkirchen. Ja, das klingt jetzt so, als wäre das ein Autounfall gewesen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, was nicht hätte schieflaufen müssen. Ich glaube, dass das Bürgergeld eine ganz klare Ideologie verfolgt und darum das Bürgergeld das Problem ist, und zwar nicht die Sätze. Ob nun 50 Euro oder 30 mehr oder 50 weniger, das macht, glaube ich, den großen Unterschied nicht. Nee, wir haben eine wachsende Zahl von Arbeitslosen und eine leicht wachsende Zahl von offenen Stellen. Das ist das Problem. Offenkundig. Ja, aber deswegen muss man die legale Arbeit ja attraktiv machen, dass sie offenen. Naja, oder man müsste etwas rückgängig machen, was das Bürgergeld erst wieder eingeführt hat. Also mit der Änderung des Bürgergeldes, mit der Einführung, ist umgedreht worden. Was ist wichtiger? Jemanden in die Arbeit zu bringen, Vorrang für die Vermittlung oder Vorrang für die Weiterbildung? Die ganzen Jahre bis vor kurzem war es Vorrang für Vermittlung. Wir bringen dich in eine Arbeitsstelle und wenn die einen Tick unter deiner ursprünglichen Qualifikation ist, auch nicht schlimm, bitte mach diese Arbeit und dann sehen wir weiter. Aber geh erst mal arbeiten, lerne und verfestige dich in Anführungsstrichen nicht in dem Zustand von Hartz IV bzw. Bürgergeld. Das ist umgedreht worden, weil die SPD meinte, es sei unwürdig, Menschen in einfache Arbeit zu bringen. Also das, was der Mensch in Lübars sucht, ist aus Sicht der SPD unwürdige Arbeit, weil es einfache Arbeit ist. Und nur jemand, der weitergebildet wird, wenn er arbeitslos ist, kann ein guter danach eine gute Stelle für ein würdiges Leben bekommen. Und wenn eine vormalige Arbeiterpartei wie die SPD sagt, ein Drittel aller Jobs sind eigentlich nicht würdig genug, dass man sie Leute da rein vermittelt, dann haben wir ein Problem, das wir halt haben mit solchen Stellen. Einfache Arbeit wird gesucht. Es gibt unendlich viele Menschen, die machen einfache Arbeit, haben sie gemacht oder könnten sie tun und die werden da aber nicht mehr hinvermittelt. Punkt. Also ich. Markus Heldenkirchen und dann Ulrike Herrmann. Ich finde es total problematisch, wenn Runden wie unsere über die Frage diskutieren, welche Art von Arbeit muss zu welchem Preis zumutbar sein. Wir, die wirklich fern vom Existenzminimum. Ja, aber und dürfen Journalisten dann da nicht drüber diskutieren, deswegen? Ich persönlich merke, dass es mir wirklich schwerfällt zu sagen, so, das ist eine Arbeit und die muss jetzt gemacht werden und da sollen die sich mal nicht so anstellen. Das ist ja jetzt eine Meinung und das wäre jetzt auch, finde ich, ziemlich arrogant und schnöselig. Aber ja. Gibt es ein Thema, über das wir dann hier nicht diskutieren können, weil wir nicht betroffen sind? Ja, viele. Nee, wirklich, es geht doch darum zu definieren, welche Art von Arbeit ist zumutbar, zu welchem Preis. Und das fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer. Aber was heißt es denn für Millionen Mitarbeiter im Servicebetrieb, in der Gastronomie, um nicht zu sagen Kellner und Kellnerinnen, die jetzt noch so arbeiten, die hier rumlaufen, ja, denen sagen wir, eure Arbeit ist so übel, da vermitteln wir niemanden mehr rein und du kannst sie ruhig weitermachen. Mach mal lieber Bürgergeld. Das ist doch überhaupt jetzt...
Also, naja, man merkt es ja auch an den Reaktionen im Publikum, das ist ja ein Thema, was bewegt. Und wie gesagt, mein Beispiel ist, das ist anekdotische Evidenz, sagt nichts, aber es ist mir diese Woche zweimal passiert, wo der Mensch in diesem Asia-Restaurant sagte, ehrlich gesagt, ich komme jetzt in finanzielle Nöte, weil ich zahle die gleiche Miete, ich habe mein Personal fest angestellt, ich muss das durchzahlen, aber ich habe jetzt zwei Tage Ruhetage, wo ich kein Geld mehr einnehme. Und das erleben ja Menschen überall. Und da ist die Frage, woran liegt das? Ich hab überhaupt gar keine Ahnung. Ich will es ja, deswegen frage ich ja. Ja, also aus meiner Sicht liegt es ganz wesentlich daran, dass eben tatsächlich sehr viele Babyboomer in Rente gehen und nicht so viele Jugendliche nachwachsen. Und wenn dann sozusagen sehr viele offene Stellen da sind, dann gehen die Leute natürlich zu den Stellen, die besser bezahlt sind. Das heißt, und da hat die Gastronomie ein irres Problem, weil sie im Verhältnis zu anderen Branchen schlecht zahlen. Und der Punkt ist, auch schlecht zahlen müssen. Weil wenn man sich fragt, wo werden sehr gute Löhne gezahlt, dann ist es im Durchschnitt in den Bereichen, die man stark technisieren kann. Denn je mehr Arbeit die Maschine macht, desto mehr kann sozusagen derjenige, der irgendwie die Maschine bedient, im direkten oder indirekten Sinne, auch verdienen. Die Gastronomie kann man nur in einem sehr begrenzten Rahmen technisieren, denn der Witz ist ja sozusagen der persönliche Service. Das heißt, wenn eine Gesellschaft sich immer weiter auf Technik setzt, unsere tut es ja, und gleichzeitig auch noch die Stellen, also die Bewerber knapp werden, dann ist ganz klar, welcher Bereich als erstes verlieren wird. Das ist die Gastronomie. So, dagegen kann die Gastronomie auch nichts machen, und in vielen Ländern, Finnland, wo sie ja alle so glücklich sind, nicht, gibt es praktisch gar keine Gastronomie mehr, weil die... Und trotzdem sind die gut drauf. Ja, eben. Darüber sollte man mal nachdenken. Nicht? Das ist auch mal ganz neu denken, dieses Deutschland. Ja, genau. Also deswegen wird das gastronomische Angebot in Deutschland schrumpfen. Und dann kommen auch solche Sachen zustande, wie du sie beschreibst, weil ja Leute knapp sind, fangen die dann an, Bedingungen zu formulieren. Wie, weißt du was, ich komme, aber nur, wenn ich da Schwarzarbeit kann, weil dann verdiene ich ja in der Gastronomie mit ihren schlechten Löhnen so viel wie woanders, meinetwegen als Lagerlogistiker oder ich spinne jetzt mal rum, was man alternativ machen könnte, und dann mache ich das eben. Und wenn du mich schwarz anstellen willst, dann werde ich eben Lagerlogistiker. Und das alles, und das finde ich sehr wichtig, hat mit der Frage, was beim Bürgergeld los ist und ob man da 30 Euro mehr oder weniger zahlt und ob eventuell Bürgergeldbezieher nebenher auch schwarz arbeiten, alles gar nichts zu tun. Und bevor man... Also das ist mit der Höhe des Bürgergelds nicht zu tun hat, das hat ja auch Nikolaus Blume gesagt. Ja, und, nee, aber auch mit der Frage der Schwarzarbeit, also dieses Thema, was ist mit den, was ist mit den, wenn man, ich meine, es gibt ja Studien zu dem Thema, wie viel Missbrauch gibt es beim Bürgergeld, und das ist ganz, ganz wenig, also alle Studien kommen immer zu dem Ergebnis, der Missbrauch liegt ungefähr bei 1% der Antragsteller, und ich finde, bevor man hier mit echten Studien, echten Statistiken und so weiter aufwarten kann, finde ich das genau wie Markus Feldenkirchen echt ein Problem, wenn man einer Bevölkerungsgruppe, die eigentlich schon benachteiligt ist, auch noch unterstellt, sie sei eigentlich in Summe kriminell und immer auf dem Schwarzmarkt unterwegs. Das geht jetzt, Entschuldigung, wenn das kommt, ja. Das geht dann jetzt auch an Iris Seyram, die das Thema aufgemacht hat. Da muss ich wirklich dieses Mal entschiedener etwas widersprechen. Okay. Also ich bin im Sozialleistungsbezug ja leider groß geworden, ja, und habe das auch mitbekommen. Und da muss ich sagen, dann habe ich anscheinend... Entschuldigung, wenn ich ganz kurz unterbreche, nur dass wir es wissen. Was heißt, Sie sind im Sozialleistungsbezug? Naja, meine Eltern haben von der Stütze gelebt, dann habe ich auch von der Stütze gelebt. Mhm. Ne? Also das hat dann immer, hieß dann irgendwie immer anders. Und ich muss mal sagen, alle, die in unserer Straße gewohnt haben, haben, ich sage jetzt mal zu 90 oder fast 99% auch von der Stütze gelebt. Also dann muss ich dieses eine einzige Prozent, was Sie gerade beschrieben haben, muss ich ausgerechnet um mich herum gehabt haben. Das kann irgendwie nicht ganz sein. Und, darf ich mal eine ganz kurze Frage dazwischen stellen? Also, ich schließe daraus, erstens, Ihre Mutter hat schwarz gearbeitet. Ja. Zweitens, Sie hätten sich gewünscht, dass das Amt sagt, du kriegst kein Geld. Ich hätte mir gewünscht, und das war, als Hartz IV eingeführt worden ist, das war wirklich ganz interessant, da war schon, also da hatte sich das schon wirklich etabliert, dieses System, und war schon jahrelang, und auf einmal kam dann Hartz IV, was wir, um ehrlich zu sein, wir fanden das geil, wir fanden das super, weil man hatte vorher das System, dass man bestimmte Leistungen musste man beantragen, also ich musste wirklich Anträge ausfüllen, wie viele Unterhosen ich vielleicht jetzt für diese Saison brauchen würde, das fand ich wirklich extremst demütigend. Und das ist eben dann aufgehoben worden, weil das alles dann in diese Regelsätze eingeflossen ist. Und dadurch ist der monatliche Satz, war dann erstmal erhöht. Also man hat dann damals, ich weiß es nicht mehr genau, 50 Euro oder so gab es dann mehr. Und das war natürlich erstmal sehr schön, ne? Also, dass man eben diese Einzelanträge nicht mehr stellen musste. Es war also etwas weniger Bürokratie, das fand ich gut.
Und was ich dann, was natürlich meine Mutter nicht so gut fand, was ich aber gut fand, ist, sie wurde auf einmal wieder getriezt. Sie hat ja wirklich den kompletten Friesenwall, also unsere Straße in Köln, rauf und runter geputzt. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie irgendwie wieder so ein bisschen wieder in diese legale Tätigkeit reinkommt. Weil natürlich, wenn der Rücken krumm ist, wenn du alt bist, dann kannst du nicht mehr putzen gehen. Dann funktioniert dieses Kombimodell, was ich vorhin beschrieben habe, funktioniert dann nicht mehr. Und dann fällt man eben auf die Grundsicherung zurück. Und das ist auch natürlich sehr tragisch. Und dann kamen auf einmal wieder Aufforderungen vom Jobcenter, sich doch vorzustellen, doch wieder dahin zu kommen. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich war eine gute Sache. Ja, und das ist ja jetzt eben das, was wieder zurückgerollt worden ist. Und was ist Ihre Mutter dann geworden? Sie ist dann in Rente gegangen. In Rente. Ja. Interessant wäre doch, ob der Mensch Lars überhaupt noch zum Arbeitsamt geht und sagt, könnt ihr mir jemanden vermitteln? Denn von ganz vielen Unternehmern oder von vielen Unternehmern hört man auch gerade von Handwerksbetrieben, wir gehen gar nicht mehr zum Arbeitsamt, wenn wir eine freie Stelle haben. Von denen kriegen wir sowieso keinen. Wir suchen uns das auf dem freien Markt, wenn überhaupt. Und dann kommt es vielleicht zu dieser Art Misch, wie war das Kombimodell? Kombilo. Und ich glaube, die Arbeitsagenturen, das ist die größte deutsche Behörde mit über 150.000 Mitarbeitern. Und die funktioniert offenkundig nicht mehr, weil sie etwas verwaltet, wahrscheinlich mit ganz viel Bürokratie. Aber den eigentlichen Job, so habe ich das zumindest immer verstanden, das Arbeitsamt ist dafür da, ich werde arbeitslos und dann verschaffen die mir einen neuen Job. Das ist überhaupt nicht mehr auf deren Agenda. Die verwalten meine Arbeitslosigkeit, auch wichtig, also ich will mich überhaupt nicht lustig machen. Aber die Idee, das ist das Scharnier zwischen oder die Drehtür zwischen Arbeit, Arbeitslosigkeit und dann wieder Arbeit, das ist vollkommen abgeschafft. Und darf ich noch ergänzen? Die niedrigen Tätigkeiten oder das, was wir jetzt hier als solche ausgemacht haben, die fallen ja nicht weg. Die werden ja trotzdem von den Menschen gemacht, nur halt eben nicht legal. Naja, sie fallen ja in Teilen schon weg. Markus Wendling. In der Gastronomie schleichen quasi das Angebot runtergeht, indem Einzelne sagen, wir nur noch zwei Tage oder zwei Tage abends. Die Woche Pause oder nur noch abends. Genau, also schleichend sinkt das schon. Und das sind dann, kann man so sagen, quasi die Gesetze des Marktes. Da kann man sagen, das ist so. Und Zahlen, wie Ulrike Hermanns gesagt hat, Babyboomer gehen in Rente, dann ist das jetzt halt so. Aber ich finde irgendwie diese Vorstellung, da kann jemand für den Mindestlohn auch noch wirklich körperlich schwierige, dann auch vom Kunden oftmals nicht quasi mit Respekt gewürdigte Arbeit selbstverständlich machen. Und wir haben einen Anspruch darauf, das geht so nicht. Und jeder, der da sagt, nee, unter den Bedingungen möchte ich das nicht mehr. Und ich kann es mir heute zum Glück auch leisten, sei es, weil da der Staat ist oder sei es, weil es andere Stellen gibt, die attraktiver sind. Das hat ja auch was Positives. Ich wollte nur noch ganz kurz was sagen. Was mich fasziniert an dieser Geschichte, die Iris Seiram geschildert hat, ist ja, dass man immer dann auf die Hartz-IV-Empfänger guckt, die meinetwegen nebenher noch schwarz putzen. Wer nie in den Fokus gerät, sind die Auftraggeber. Diese ganzen Leute aus der Mittelschicht, die Akademiker, die diese Putzleute alle schwarz beschäftigen. Dabei müsste man sagen, kriminell ist eigentlich die Mittelschicht die Akademiker, die diese Schwarzarbeit in Auftrag geben. Das gerät aber immer völlig aus dem Fokus. Nikolaus Brume dazu und dann Hajo Schumacher. Ich will gerne einmal zu Markus Feldenkirchen kommen. Also wenn wir akzeptieren, dass jemand, der arbeitslos geworden ist, sagt, nee, zu den Bedingungen arbeite ich nicht, also Mindestlohn, das nehme ich nicht an, das will ich einfach nicht. Wenn wir ihm die Freiheit zugestehen, was sagen wir dann den Leuten, die zu demselben Mindestlohn arbeiten, ihre Abgaben zahlen und letztlich diese Person, die nicht so gerne möchte, finanzieren? Wie kann der Zusammenhalt zerbricht? Das kann nicht mehr funktionieren, wenn den einen gesagt wird, du kannst zahlen und der andere darf sich aussuchen, was er macht. Ich glaube nicht, dass das auf Dauer funktioniert. Hajo Schumacher dazu. Ich wollte, dann mache ich es jetzt noch kurz. Die CDU hat ja ein Konzept vorgestellt. Ihre CDU, Herr Blome. Nein, das ist nicht meine CDU. Es ist, was für ein Quatsch. Wenn die CDU mir gehören würde. Ja. Und in diesem Konzept steht, dass die Mitwirkungspflicht von Leistungsempfängern bei Jobcenter-Terminen verschärft werden soll. Wer, Zitat, ohne sachlichen Grund mehr als einmal nicht erscheint, soll dem Konzept zufolge für eine bestimmte Zeit keine Leistung mehr erhalten. Und zwar so lange, Zitat, bis der Gesprächsfaden wieder aufgenommen wird. Im Extremfall müssten Betroffene damit rechnen, dass die Leistungen komplett gestrichen werden. Wie sympathisch ist Ihnen dieses Konzept?
Naja, also das komplette Streichen der Leistung bei Nichterscheinen oder wiederholtem sich zur Wehr setzen, das hat Hubertus Heil meines Wissens auch gefordert. Sehr nee, schon eingeführt. Sehr zum Unmut der SPD übrigens. Nee, schon eingeführt. So. Ich habe das Gefühl, dass wir seit 30 Jahren unentwegt über immer dieselben Fetische reden, nämlich was machen wir mit diesen paar armen Menschen, die aus irgendwelchen Gründen, weil sie verwirrt sind oder suchtkrank oder sonst irgendwie was, nicht so richtig funktionieren, wie man in der Hochleistungsgesellschaft funktionieren sollte. Daran beißen wir uns fest. Und das ist immer so diese symbolische Arbeitsverweigerungsfigur oder der Clan-Boss, der 128 Kinder irgendwo gezeugt hat im Sauerland und für jedes Einzelne einen Bobbycar kriegt. Ja, ist der Hammer. Also ich weiß nicht, ob wir damit einer sozialen Realität tatsächlich einen Gefallen tun, indem wir uns immer diese Sonderfälle rausgreifen. Ja. Und ich finde das, was du erzählst aus deiner gelebten Erfahrung, das finde ich interessant, einfach mal rauszukriegen, wie kriegen wir diese Menschen, und zwar jetzt nicht immer gleich mit einer Knute oder so. Und wenn es tatsächlich so ist, letzter Satz, wie es, ich glaube sogar die Steuer Behörde von Christian Lindner selber ausgerechnet hat, dass es keinen großen Unterschied macht, ob ich 3.000 brutto oder 5.000 brutto verdiene, weil am Ende des Tages ohne Zusatzleistungen, Sozial- und Steuern und so weiter, kommt in etwa bis auf keine 100 Euro dasselbe raus. Da ist doch der Fehler, ja, dass man auch mit Mindestlohn würdig in der Kneipe arbeiten kann. Dagegen ist da nichts einzuwenden. Und ich meine, hey, wo ist der Mindestlohn jetzt bei 14 Euro, das sind bei einer 8-Stunden-Schicht, das sind auf jeden Fall deutlich über 100 Euro am Tag. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Also, Nikolaus Blomer, hatten Sie auch das Gefühl bei dem CDU-Konzept, da wird sich, wie seit 30 Jahren, wie Hajo Schumacher sagt, an einer kleinen Gruppe abgearbeitet? Ja, das ist Symbolpolitik. Vielleicht sendet es ein Signal, also von wegen, wir lassen uns nicht mehr alles bieten als Sozialstaat. Ja, dass das jetzt der Game Changer, schon wieder dieses Wort, dass das jetzt von Grund auf das Problem löst, glaube ich nicht. Dazu müsste man an andere fragen. Dazu müsste man, glaube ich, mehr wieder darüber reden, wie wir Leute in einfacher Arbeit bekommen, wenn wir die denn haben wollen. Wenn wir sagen, nee, 2 Tage die Woche das Restaurant reicht, gesamtgesellschaftlich finden wir auch okay, ist ein bisschen Verzicht, werden wir alle ein Stück schlanker, dann ist das okay. Wenn wir aber da alle wollen, dass diese Dienstleistungen erbracht werden, dann, glaube ich, wird man mit Menschen, die arbeitslos sind und diese Arbeit tun können, auch allen Flüchtlingen übrigens, so, reden müssen, ob sie nicht mit diesen Jobs beginnen wollen, die vielleicht noch nicht Raketentechnik sind, aber zumindest mal aus Sicht der Flüchtlinge, der Weg ist, Deutsch zu lernen. Denn der Deutschkurs ist die eine Variante. Ja, aber der Punkt, den Sie Deutsch gesagt lernen haben, beim Arbeiten geht wesentlich schneller. Genau, aber der Punkt. Und bei den Geflüchteten muss man ja immer wieder sagen, da gibt es ja viele, die würden gern, ne? So, und also, nochmal, die Ukrainerinnen und Ukrainer sind doch wirklich ein absoluter Realitätscheck. Die sind seit 2 Jahren hier, wir wissen auch wie viele, und es gibt einfach relativ zuverlässige Studien. Hier in Deutschland gibt es einen sehr viel niedrigeren Prozentsatz in Arbeit als in anderen europäischen Ländern. Und das ist jetzt nur wegen der Deutschkurse? Wie gesagt, bin ich mir nicht so sicher. Bevor wir zur Schlussrunde kommen, noch ein kurzer Punkt, ja, von Markus Feldenkirchen. Man muss fairerweise sagen, die CDU will jetzt einfach nur noch wieder dahin zurück, wo die SPD 2004 einmal war, ja, wo es nämlich ein Sanktionsregime gab, wo selbst das Existenzminimum zumindest temporär auf null gekürzt werden kann, wenn derjenige nicht spurt. Und das hat für mich nichts mit Existenzminimum zu tun. Das geht also aus meiner Vorstellung vom Menschenbild geht das nicht. Und wenn man da einfach jetzt mal ein populistischer Vergleich macht, wenn der Staat so viel Kraft und Anstrengung darauf verwenden würde, Steuervermeidung oder Steuerhinterziehung zu begrenzen, da, ja, wäre sehr viel mehr Geld im Topf. Markus Feldenkirchen soweit. Und damit kommen wir zu unserer Schlussrunde, wo ich jetzt all die Themen, die sich hier auch gewünscht wurden, zum Teil noch kurz bearbeite, bevor wir dann gleich am Ende sind. Iris Seyran, dass bei unserem nächsten Talk Cannabis in Deutschland legalisiert ist. Endlich. Wobei ich nicht sage, dass es wirklich ein super perfektes Gesetz geworden ist, aber die Union hat sich da wirklich selber ins Knie geschossen mit ihrem, wir schicken es in den Vermittlungsausschuss, dass es da um Gottes Willen nie wieder rauskommt, hat sie ja wirklich, dass die letzten Zweifler in den Ländern gesagt, okay, nee, dann stimmen wir doch dafür. Nikolaus Blome, dass Friedrich Merz verkündet hat, dass er in seiner Jugend gekifft habe.
Einmal. Was? Ja, hat er so gesagt. Aber nicht inhaliert. Kollegen, der bei uns gemacht, bei NTV, und das sei dann sei ihm fürchterlich schlecht geworden. Also gut, wenn offenkundig Kiffen legal wird, dann sollten wir vielleicht das hier auch mal machen, damit wir alle noch die nächste Bewusstseinsstufe für diesen Talk erreichen. Markus Feldenkirchen, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft gestern Abend in Frankreich mit 2-0 gewonnen hat, bedeutet, ja, das war, es war so schön, es war so schön. Ich war wirklich glücklich, so schlicht bin ich ja. Bedeutet mit Blick auf die Europameisterschaft in Deutschland? Sehr, sehr viel. Sie haben wirklich gezeigt, dass mit so ein paar mutigen Entscheidungen da ein ganz neuer Spirit entstehen kann, eine andere Spielkultur. Und ich würde sagen, bis zum Titel ist alles möglich. Ulrike Herrmann, dass nach der Verkündung des Wechsels vom deutschen Adidas zum US-amerikanischen Nike im Jahr 2027 durch den DFB Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sich mehr Standortpatriotismus gewünscht hätte. Das fand ich wahnsinnig peinlich. Für ein Land, das einen Exportüberschuss von 210 Milliarden Euro hat. Wir exportieren überall hin, ja, aber kein anderer darf hier rein. Das geht nicht. Ja. Hajo Schumacher, dass in Bayern an Schulen und in vielen Behörden das Gendern zukünftig verboten ist, war hier heute schon Thema bei Florian Schröder. Ist mir scheißegal. Ja. Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus dem Tippi am Kanzleramt. Vielen Dank an Iris Seyram aus dem ARD Hauptstadtstudio. An Ulrike Herrmann von der Taz. An Nikolaus Blome von RTL NTV. An Markus Feldenkirchen vom Spiegel. Und an Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Mein Name ist Marco Seifert. Wenn Sie wollen, sehen und hören wir uns beim nächsten Talk wieder. Der nächste Talk, den können Sie am 21. April wieder live hier im Tippi erleben. Ist fast ausverkauft. Oder im RBB Fernsehen, ist nicht ausverkauft. Oder auf Radio 1. Haben Sie einen schönen Sonntag. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Danke schön.